Mal ans Band kommen. Emil Seifudinov mit dem gelben Helm. Pavel Przepelski, Grigori Laguta und Premislav Pavlicki, das sind seine Gegner. Und auf Przepelski, liebe Zuschauer, da achten Sie mir bitte auch ganz besonders, wenn Sie uns bei der schwedischen Speedway-Liga zuschauen, also Tobias Kroner und mir in dem Fall, dann haben Sie von Przepelski schon das ein oder andere Feuerwerk sehen können an den Dienstagabenden auf Eurosport 2. Da zeigen wir ja diese beste Speedway-Liga der Welt, nämlich die schwedische, exklusiv live jeden Abend. Und da ist Przepelski als ein weiterer Vertreter der jungen wilden Garde einer, der fürwahr wie entfesselt aufgeregt. Przepelski hier gegen Grigori Laguta, gegen Premislav Pavlicki und gegen den Europameister Emil Seifudinov. Zwei Polen gegen zwei Russen. Ja, und das ist natürlich ganz klar. Sind wir gespannt, was macht Emil von Außenbahn? Ist noch nicht so viel Material in der ersten Ecke. Das heißt also, wir wissen alle, die Profis, dass das Material sich langsam nach Mitte, ab Mitte des Rennens nach außen hinaus trägt. Und dann kann man da außen auch sich ordentlich Speed holen. Aber das ist im dritten Lauf an diesem Abend natürlich noch nicht möglich. Und das weiß auch ein Emil Seifudinov. Jetzt muss er natürlich sehen, dass er von der Außenbahn relativ schnell nach innen reinkommt, um dann eben halt seine Gegner in Schach zu halten. Wir sind gespannt. Pavlicki neben ihm ist ein recht guter Starter und Grigori Laguta ohnehin. Und Przepelski, der ist ein bisschen der Außenseiter für alle, die nur Europameisterschaft konsumieren. Aber wer sich im Speedway-Sport auskennt, der hat den auch ganz oben auf dem Zettel. Przepelski kommt mit einem sehr guten Start, übernimmt die Führung mit dem roten Helm und Seifudinov. Für den wird der Weg außen der Spur zu weit. Pavel Przepelski auf der ersten Position jetzt im Sprintduell gegen Emil Seifudinov. Seifudinov sucht außen nach Grip, nach Haftkraft und findet die. Kann sich dadurch an Przepelski vorbeisetzen. Der nächste, der kommt, ist Premislav Pavlicki. Und Grigori Laguta erstaunlich weit abgeschlagen auf der letzten Stelle. Und das hat Emil super gemacht. Er hat gleich gemerkt, wo der Antrieb ist, wo er hinfahren muss, um seine Gegner auszuschalten. Das macht er hier richtig gut. Und er kann sich sogar jetzt etwas absetzen. Das heißt, also ein komfortabler Vorsprung. Und das ist immer deprimierend für die folgenden Fahrer, wenn schon einer so weit vorne wegbrennt. Das bremst die auch ein und sagt, aber den kriegst du sowieso nicht mehr da vorne. Przepelski gegen Pavlicki und gegen Laguta. Pavlicki ist da in der unkommoden Ausgangslage, nach vorne angreifen und nach hinten gleichzeitig verteidigen zu müssen. Przepelski verteidigt Platz 2. Pavlicki hat zwar versucht, aber hat nie einen Hebel ansetzen können. Und Emil Seifudinov, der Titelverteidiger aus Salavat in Russland, auch der eröffnet sein Konto des Abends mit 3 Punkten für den ersten Laufsieg. Ist auch eine Augenweide, Emil Seifudinov fahren zu sehen. Der macht das so vollkommen unspektakulär. Er hat ja diese ganzen wilden Jahre auch gehabt, wo er permanent stürzte. Und jetzt sieht das Ganze wie ein geschliffener Diamant aus, wenn er fährt. Die perfekte Balance und man sieht auch gleich das Vorderrad eine Handbreit hoch. Das tänzelt dann. Das sagt mir eben halt, er fährt im absoluten Antrieb, obwohl er hier noch einen leichten Schubs bekommen hat. Aber durch den weiten Weg außenrum hat er natürlich auch den Motor einer Drehzahl am Leben gehalten und dementsprechend dann eben halt den Speed mit auf die Gerade genommen. Ganz tolle Fahrt hier. 500 Kubikzentimeter Einzylindermotoren, Egon, mit einem ordentlichen Leistungsgewicht gesegnet. Diese Maschine. Da sind natürlich auch unglaubliche Drehmomente im Spiel, denn diese Motoren leben natürlich auch von der Startbeschleunigung. Es hilft keinem Fahrer einen Motor, wenn er 10 PS mehr hat und der geht nicht aus dem Start. Also man muss auch ein gleichmäßiges Leistungsband über, nach Möglichkeit 4000 Umdrehungen, muss das so um die 60 bis 65 PS sein. In der Mitte drin haben die Top-Motoren dann 75 PS. Ich kann mich erinnern, wir haben im Norden immer Werbung gemacht, dass die Beschleunigung vergleichbar eines Formel-1-Autos ist. Ja, also auf losen Untergrund, das ist ja das Sensationelle daran, weil so ein Hinterrad dreht ja durch. Auf Asphalt mit einem Stickreifen, glaube ich, kann man gegen eine Formel-1-Maschine gewinnen. Lauf Nummer 4. Laguta, also Artyom Laguta, gegen Piotr Protasiewicz, Václav Milik und Janusz Kolodziej.
Der Lauf der Underdogs, wo eigentlich Artyom Laguta favorisiert sein müsste. Aber ja, auch Piotr Potraszewicz nicht zu unterschätzen. Piotr Potraszewicz ist ein wirklich exzellenter Rennfahrer mit viel, viel Erfahrung. Müsste auch schon über 30 sein jetzt mittlerweile. Und diese Fahrer, die sind dann geschliffen. Also die haben alle Situationen in ihrem Rennfahrerleben schon erlebt und machen nach Möglichkeit nicht die gleichen Fehler nochmal. Und das zeichnet sich dann immer aus, indem sie also sehr routiniert fahren und übersichtlich fahren, also ohne wilde Attacken. Ne? Und dann haben wir alle Fahrer einmal am Band gesehen. 16 Fahrer sind insgesamt mit dabei. Das hier jetzt das letzte Quartett, auf das wir noch warten für eine erste Standortbestimmung. Artyom Laguta mit dem roten Helm ganz innen auf dem Startplatz. Außen steht Janusz Kolodziej aus Polen und dazwischen in Weiß Václav Milik aus der Tschechischen Republik und Piotr Protasiewicz. Ebenfalls einer der vielen, vielen Polen in diesem Feld. Es ist komisch, die Tschechen haben gute Fahrer, viele, viele Fahrer, aber eben halt keinen Weltklassefahrer. Die Drümmel-Brüder waren so das Highlight der letzten Jahre, aber... Aber Milik schickt sich jetzt hier an, dich eines Besseren zu belehren mit dem weißen Helm. Der kämpft nämlich um die Führung. Artyom Laguta gegen Václav Milik. Von hinten Piotr Protasiewicz auf der letzten Position. Und in Führung mit Janusz Kolodziej. Jetzt hat sich Laguta vorgearbeitet an Václav Milik vorbei und greift nach der Führung, greift Janusz Kolodziej an. Das hat er natürlich gemacht, aber wie gesagt, gut gemacht, der Artyom Laguta, das ist auch ein Kämpfer, der niemals aufsteckt. Hier mit dem roten Helmüberzug versucht er natürlich irgendwo auf Distanz zu bleiben. Der kleinste Fehler kann natürlich auch dann für ihn eben halt ein Durchstechen bedeuten. Und auf solche Gelegenheiten warten die Fahrer natürlich. Vielleicht kommt jetzt noch mal eine innen reintauchen, aber Kolodziej kann sich lang genug machen und die Maschine auf optimalem Zug, optimalem Vortrieb halten, sodass Janusz Kolodziej ein bisschen überraschend dieses Rennen gewinnt. Einmal frei überraschend, ja. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich hatte Protasiewicz so ein bisschen mehr auf der Latte. Ich hatte eigentlich Laguta auf dem Deckel. Aber so oder so, der hatte die ersten drei Punkte in diesem vierten Durchgang, im vierten Heat gehen an Janusz Kolodziej aus Polen. Ja, und der muss gleich wieder starten und ich denke mal, da werden die vielleicht eine kleine Bahndienstpause machen oder zumindest, dass er mal durchatmen kann. Er muss ja seinen Reifen, also sein Hinterrad rausnehmen und drehen, damit er wieder eine scharfe Kante hat. Die Kupplung muss entsprechend gekühlt werden. Jetzt schauen wir nochmal auf den Start. Milik war gut unterwegs beim Start mit dem weißen Helm, Václav Milik. Hier taucht er genau da ein, wo er eintauchen muss, um kurzfristig sogar mal Führungsluft zu schnuppern, aber dann verhungert er irgendwie. Ja, das ist natürlich auch ganz klar. Da fehlt auch teilweise die Erfahrung dieser jungen Fahrer. Aber merkwürdigerweise gut aus dem Start, also gut sortiert. Ich denke mal, da kommt vielleicht irgendwas jetzt auch wieder auf uns zu von den Tschechen. Das ist einfach auch gut, ne? Aber es scheint immer ein bisschen der Motorleistung zu gebrechen auf der Geraden. Also offensichtlich ein gutes Durchzugsvermögen am Start, aber hinten raus geht dem Motor ein bisschen die Puste aus. Naja, das ist aber überwiegend auch eine Balance-Geschichte. Die Motoren haben eigentlich alle so viel Leistung, dass man sich rückwärts überschlagen kann, wenn man das Gewicht zu weit nach hinten bringt. Und das ist jetzt so jedem seine Kunst, wie weit er sich nach hinten bringt. Das ist nur die Frage, je nachdem, wie schnell man sich rückwärts überschlägt, weil die Motoren schon unterschiedliche Leistungen aufweisen. Naja, aber da ist nicht viel Unterschied. 3-4 PS möglicherweise nur. Janusz Kolodziej, sahen Sie, Bahndienstpause, die erste Bahndienstpause. Wir haben also den Europameister, der mit drei Punkten eröffnet hat. Die beiden jungen Willen, Antonio Lindberg und Peter Kildemand, die uns viel Freude bereiten werden. Und Janusz Kolodziej, auch der einer der Auftaktsieger. Martin Smolinski auf dem 13. Platz, der einzige Deutsche im Feld, mit 0 Punkten gesegnet bis jetzt. Ohne Peter Kildemann. Schade. Wiederholungslauf von Rennen Nummer 8. Von Rennen Nummer 8. Antonio Lindbeck, Emil Seifudinov und Václav Milik von innen nach außen. Hier Antonio Lindbeck. Peter Kildemann mit dem blauen Helm. Nachsturz disqualifiziert. Und deswegen ist der Hammerlauf zumindest um einen Hammer-Teilnehmer reduziert. Lindbeck und Emil Seifudinov, aber die beiden werden sich noch ordentlich einschenken hier. Ja, 100%. Die bieten hier einen Sport vom Feinsten und
Ja, Peter Kildemann wäre ja auch dabei gewesen. Hat leider den Bogen ein bisschen überzogen. Aber nichtsdestotrotz, die restlichen drei werden in diesem Lauf alles geben. Lindbäck ganz innen, der Mannschaftsweltmeister aus Schweden. Dann Emil Seifudinov, der Europameister aus Russland. Und Václav Milik, der neue Qualifikant für die Europameisterschaft aus der Tschechischen Republik mit dem gelben Helm. Das ist die Mechanikermannschaft, die Betreuermannschaft von Emil Seifudinov. Da ist er groß im Bild, der Titelverteidiger. Lindbäck zieht als einer der letzten vor. Und auf jetzt zu Lauf Nummer 8. Lindbäck gegen Seifudinov mit Václav Milik, der auch noch mit dabei ist. Václav Milik erwischt den besten Start. Biegt vor den beiden in die Ecke ein. Und das ist der typische draufgängerische Fahrstil von Antonio Lindbäck. Man meint jederzeit, entgleitet ihm die Maschine. Aber Experten sagen mir, das sei durchaus so gewollt. Aber das ist natürlich eine tierische Überraschung, dass der Milik so rausballert. Ja, aber jetzt verhungert er wieder. Jetzt geht Antonio, Emil Seifudinov an ihm vorbei, kriegt er mal kurz gezeigt, dass auch der Tscheche Härte beherrscht. Schwieriger zu knacken als gedacht. Jetzt aber ist Seifudinov durch gegen Václav Milik und Lindbäck dahinter findet keinen Wink. Ja, er kämpft und versucht ganz außen, geht ganz nach innen. Jede Spur versucht Antonio irgendwo doch noch ihn nach vorne zu bringen. Aber momentan sieht er keine Möglichkeit, weil da vorne, die machen unheimlich Dampf. Und jetzt kommt Lindbäck nochmal. Letzte Runde, die Attacke von Lindbäck gegen Milik. In der letzten Runde, schauen Sie hin, der Mann mit dem roten Helm, der lässt sich das noch nicht so ohne weiteres gefallen. Ah, nicht ganz. Milik verteidigt Platz 2, trotz der Schlussoffensive von Toninho. Für mich eine Überraschung, ganz klar. Ja. Also Václav Milik, den müssen wir in nächster Zeit auch mal ein bisschen mehr Beachtung schenken, Norbert. Weil der hat sich richtig toll geschlagen in dieser Gruppe. Aber schön zu sehen, wie Emil Seifudinov hier mit so viel Routine und gleichmäßiger Performance hat auch gutes Material, das kann man sehen, das ist alles perfekt abgestimmt auf ihn. Er hat doch auch ein super, super Team, was ihm zur Seite steht, schon längerer Zeit, immer die gleichen Mechaniker, das macht auch ganz viel aus, da hat man Vertrauen, da weiß man genau, da sitzt jede Schraube richtig am Motorrad und das ist ein schönes Gefühl und gibt auch dem Fahrer die Sicherheit. Hier nochmal das Ergebnis des Laufes eingeblendet. Seifudinov gewinnt. Václav Milik mit einem Sensationsstart zunächst in Führung. Dann übernimmt Seifudinov das Kommando standesgemäß in diesem Lauf und Lindbäck kommt nicht hinterdrein. Lindbäcks Auftaktsieg nicht von einem Folgeresultat unterfüttert. Nur Platz 3. Das ist zu wenig, wenn er hier vorne, ganz vorne mitfahren will. Macht sich aber sehr, sehr gut da vorne. Da sind die beiden Weltstars mal ein bisschen ratlos im Moment. Vielleicht hat Antonio Lindbäck auch die Übersetzung gewechselt. Das machen die Fahrer ja auch, wenn die Bahn sich verändert nachher, wenn das lose Material von innen auf die mittlere und auf die Außenbahn geschleudert wird, dann muss man eine etwas längere Übersetzung drauf tun, damit das Motorrad am Ende der Geraden nicht an Geschwindigkeit verliert. Vielleicht hat er sich da so ein bisschen vergriffen. Auf jeden Fall ganz große Freude hier bei dem Mann mit dem weißen Helmüberzug. Denn Seifudinov bleibt damit ungeschlagen als einziger auf 6 Punkten in der Zwischenbilanz. Man nimmt damit die Führung in der Gesamtwertung. Der Stand der Dinge beim Auftakt der Europameisterschaft in Thorn an der Weichsel. Emil Seifudinov hat soeben die Führung übernommen. Er ist der Einzige, der noch mit Maximum unterwegs ist, soll heißen ungeschlagen. 2 Siege, 2x3 Punkte heißt 6 Zähler. Pavel Fedpelski ist jetzt der erste Verfolger mit 5 Punkten, weil Antonio Lindbäck noch Thomas Jetschak Boden eingebüßt haben. Lindbäck und Jetschak auf den Plätzen 4 und 5. Gildemann nach seiner Disqualifikation und dann mit 0 Punkten sogar auf Platz 8 zurückgefallen. Martin Smolinski noch immer punktelos. Da ist Antonio Lindbäck. Great fight with you and Nicky Pedersen finished with 3 points. You must be very happy about the first hit.
Der erste Heat war ausgezeichnet. Ich konnte vorbeigehen an dem Mann, der vor mir war. Aber die Bahn ist jetzt ein bisschen, nach den Bahnen ist ein bisschen rutschiger geworden, sodass wir an der Abstimmung ein bisschen härter arbeiten müssen. Das Fahrerfeld ist extrem homogen. Man muss wirklich alles geben und perfekt vorbereitet sein. Auch jederzeit darf sich nicht die geringste Nachlässigkeit erlauben. Ansonsten läuft es ebenso wie bei mir im letzten Rennen. Ich fahre als Wildcard-Fahrer hier mit. Ich habe mir keine großen Ziele gesetzt, sondern arbeite von Rennen zu Rennen. Und dann werden wir mal schauen, wie die Saison sich entwickelt. Wenn sich so weiterentwickelt, wird es auf jeden Fall spannend werden. Er ist zwar momentan die Führungsposition los, weil nämlich nur noch Emil Saifudinov da unterwegs ist, ungeschlagenerweise. Aber verloren ist das Rennen für ihn noch lange nicht, denn Emil Saifudinov hat ja auch noch den einen oder anderen ordentlichen Brocken vor der Brust, Egon. Der musste auch noch ein paar Brocken wegräumen, so ist es. Aber man hat auch gemerkt, Antonio Lindbeck hat auch gesagt, ja, die Bahn hat sich verändert, sie wird jetzt rutschiger und dementsprechend war er etwas zu kurz übersetzt. Also dann dreht das Hinterrad so wahnsinnig durch und das werden sie aber ganz sicher ändern und der kommt zurück, da macht immer keine Sorgen. Bisschen viel Wasser gefahren demzufolge in der Pause. Ja, die Bahn wird aber auch allgemein etwas glatter, wenn der lose Belag nach außen geht und dann die Fahrer praktisch keinen Antrieb mehr am Hinterrad haben. Loser Belag, wissen wir alle, da greift der Stollen besser. Und wenn das dann so hart wird, dann muss man eben halt die Übersetzung anpassen, um den Motor nicht so aggressiv zu machen, dass das Hinterrad weniger durchrutscht. Und das hat dann auch zur Folge, dass am Ende der Geraden das Motorrad nochmal richtig schnell wird. Wie das bei einigen der Fall war, wo wir gesehen haben, die das richtig gemacht haben. Thomas Golob hier trifft jetzt auf Václav Milik, auf Martin Vaculík und auf Grigori Laguta im nächsten Durchgang. Laguta, ja, der Auftaktsieger. Hier wird noch an der Kupplung gearbeitet bei Martin Smolinski, Egon. Ja, da hat man die Druckplatte abgenommen, um mal zu sehen, vielleicht, es ist auch manchmal so, dass Kondens oder auch manchmal ein Tropfen Öl von der Kette damit reinkommt und dann ist sofort das gesamte Kupplungsdruckbild anders und wenn man dann am Start steht, fühlt man die nicht mehr, die Kupplung. Das kann natürlich auch sein, dass das das Problem war, dass Martin nicht so aus dem Start kam das letzte Mal. Smolinski kommt in Lauf Nummer 10 und trifft dann unter anderem auf den bislang ungeschlagenen Emil Saifudinov. Vorher schauen wir aber noch auf Tomáš Golob, auf Václav Milík und auf Martin Vaculík im Duell gegen Grigori Laguta. Václav Milík hier mit dem blauen Helm in Rot. Tomáš Golob, der damit von ganz innen startet. Václav Milík wieder in Blau, Grigori Laguta in Gelb und in Weiß Martin Vaculík, der ehemalige Europameister von vor 2 Jahren. Und Maschinenwechsel hier bei Tomáš Golob. Ja, bei Golob ist das so, Rot, das ist nicht so seine Lieblingsfarbe. Er mag das ja gerne so weiß oder gelb ganz außen und dann mit Schwung außen an der Bande lang. Das war jahrelang so sein Erfolgsrezept. Aber nachdem er da einige Male auf richtige Hindernisse gestoßen ist und auch richtigen Abflug gemacht hat teilweise, hat er sich besonnen und riskiert nicht mehr so ganz so viel außen. Man hat diese Husarenritte nicht mehr so gesehen in letzter Zeit von ihm. In der Liga ist er noch gut dabei. Aber international hakt es ein bisschen hier. Ich glaube, das Rennen kann er jetzt schon vergessen, dieses ewige Hin und Her. Wenn er einmal so anfängt zu fummeln und zu zaudern, dann ist das Rennen meistens eh schon gelaufen. Das Witzige ist ja auch, dass Tomáš Golob selber immer noch an den Motoren rumschraubt. Der geht ja auch dabei und stellt die Nockenwelle um. Wenn das Training ihm nicht gefallen hat, dann geht er mit der Nockenwelle 5, 6 Grad vor oder zurück. Das trauen sich wenige Leute im Rennen, weil das kann auch nach hinten losgehen, dass die Steuerzeiten total daneben sind und der Motor überhaupt keine Leistung mehr hat. Golob hat 3 Punkte bis jetzt. Grigori Laguta hat 3 Punkte. Milík und Vaculík in der Mitte zwischen den beiden mit jeweils 2 Zählern. Das heißt, ausgeglichenes Fahrrad. Ziemlich, ja. Ja. Ziemlich. Wobei der Milík mich überrascht und der könnte jetzt nochmal wieder so einen Lauf zeigen, wo er so losballert. Der startet perfekt, der Becker. Achten wir mal auf den
im blauen Helm. Genau. Jawohl. Wieder. Und ist wieder dabei vorne. Und gewinnt den Start sogar. Da kommt von außen eine Mörderattacke von dem Mann mit Gelb, der richtig Stoff macht, Grigori Laguta. Und ja, ganz außen versucht sein Glück, aber das klappt noch nicht ganz. Feindberührung, hammerhart. Ja, Willig traut sich da auch durchaus zu, schon mal die internationale Härte anzulegen und Grigori Laguta einen zu verpassen. Und ja, jetzt schließt die Schlussfolgerung daraus und schwenkt auf eine andere Linie um, Laguta. Taucht innen ein und übernimmt von Václav Milik die Führung. Ja, das Problem von Milik scheint mir das Festhalten zu sein über die Renndistanz. Der ist ein paar Mal jetzt schon ganz vorne gewesen. Und dann am Ende geht es dann in den Fahrstuhl nach unten. Ja, das ist die Erfahrung, die ihm noch fehlt. Er ist wirklich schnell unterwegs, aber so, man muss viele Jahre Rennen fahren, um richtig gut zu werden. Milik auf 2, Laguta auf der ersten Position und Tomasz Golob greift jetzt Václav Milik nochmal an, aber der kann sich lang machen, so viel er will. Milik verteidigt seine zweite Position und Grigori Laguta verdoppelt mit diesem Sieg auf einen Schlag seine Punkteausbeute. Hat jetzt 6 Zähler auf dem Konto stehen. Das ist in der Zwischenwertung zwar genauso viele wie Emil Seifodinov, aber Seifodinov kommt jetzt ja in Lauf Nummer 10 schon wieder ans Band. Und dann sind wir mal neugierig, was jetzt passiert. Weil nämlich auch Martin Smolinski in diesem 10. Lauf wieder mit rauskommen wird. Wir haben jetzt an der Kupplung was geändert. Ich hoffe, dass sie jetzt besser packt oder eben halt gleichmäßiger packt. Sehen wir nochmal den Start. Schauen wir nochmal, wie der Bengel da rausballert. Das ist Wahnsinn. Und wild wie ein ganz ausgeschlafener, die ganz schnelle Außenbahn und das hat natürlich den Vorteil, dass man den Schwung auch mit auf die Gerade nimmt. Aber kann das natürlich nicht das ganze Rennen durchhalten. Milik in Führung, hier noch mit dem blauen Helm. Ja. Jetzt kommt zunächst einmal der Versuch außenrum, dann macht er das aber, mit brutalem Einsatz. Passt keine Zeitung mehr zwischen. Laguta die Räume zu. Inklusive einer leichten Berührung. Laguta kann das offensichtlich verknusen, ohne sich darüber unbotmäßig aufzuregen. Sondern zieht einfach die Schlussfolgerung dann eben innen rum und das geht auch auf für Laguta. Mit Stiefeln aus der Vergangenheit wäre das nicht mehr gegangen. Jetzt haben die alle Carbon-Stiefel innen drin, da ist nur noch eine Lederhaut drüber. Also so eine Attacke, da hat es richtig gekracht am Fuß, das konnte man sehen, da war richtig Feindberührung. Aber dank der neuen Schuhe mit Carbon-Einlage sind die Füße da geschützt. Lauf Nummer 10, Emil Seifodinov, der einzig noch ungeschlagene im Feld. 6 Punkte nach den ersten beiden Läufen beim Mann in Rot. Beim Mann in Gelb, Martin Smolinski, scheint sich ein bisschen Unruhe breit zu machen in der Box. Haben sie da hin und her gezaudert, welchen Bock, welchen Maschine sie ihm geben sollen. Ja, jetzt können wir nur hoffen, dass das, was sie jetzt umgestellt haben, dementsprechend auch Wirkung zeigt. Da ist Antonio Lindbeck, gerade eben nur Dritter gewesen. Seifodinov, dann Tomasz Jacek, Artjom Laguta und Martin Smolinski hier in Gelb, groß im Bild. Das von innen nach außen, die Startaufstellung für Lauf Nummer 10. Emil Seifodinov ungeschlagen, Smolinski bis jetzt noch mit jungfräulichem Punktekonto. Aber das kann sich ganz schnell ändern, Martin. Ist richtig, der brennt, der möchte gerne ganz, ganz vorne dabei sein. Aber ja, die Technik, da vergreift man sich auch manchmal leicht an der Übersetzung oder Abstimmung. Seifodinov in Rot, Jetschak in Blau, Laguta in Weiß und Smolinski in Gelb. Jetzt ist er raus. Der Start hat schon mal besser geklappt, aber er kommt erstmal innen nicht dazwischen, findet außen jetzt hoffentlich ein bisschen Vortrieb. Während Seifodinov in Rot bereits wieder das Zepter in der Hand hat und ein weiteres Rennen ungeschlagen beenden wird. Seifodinov reißt jetzt das Kommando in diesem Rennen an sich und Smolinski kämpft um den ersten Punkt gegen Tomasz Jacek. Ist jetzt vorbei und hat dann zumindest mal einen Zähler, wenn er sich nicht gleich wieder überholen lässt. Und Jacek dreht den Spieß gleich wieder um, ganz weit nach außen. Das Duell um Platz 3 ist das Spannendere als der Kampf um die Führung, denn die wird Seifodinov sich nicht mehr nehmen lassen. Smolinski versucht es innen wieder mit der Auckland-Linie. Hat jetzt funktioniert, hat sich vorbeigearbeitet auf die dritte Position. Dann ist es wenigstens mal
nicht mehr ganz so deprimierend, da vor der Null zu stehen die ganze Zeit. Das hat er aber auch ganz clever gemacht. Er hat also die verschiedenen Linien probiert und gemerkt, wo er schneller ist. Und das hat er auch umgesetzt. Und das sieht auch nicht so aus, als wenn er jetzt richtig Boden verliert. Er macht ja noch zu seinem Gegner, also der auf letzten Platz ist, noch Meter gut. Saifudinov derweil hat das an der Spitze kontrolliert vorgetragen. Artyom Laguta kam zwar ein bisschen ran, aber Saifudinov hat ihn eigentlich nur am ausgestreckten Arm verhungern lassen und einen ganz sicheren Sieg eingeheimst. Das ist jetzt die Phase des Rennens, liebe Zuschauer, in dem Emil Saifudinov beim Auftakt der Speedway-Europameisterschaft in Thorn an der Weichsel das Kommando übernimmt. Der Europameister haut seine Pflöcke ein und zeigt allen anderen, dass er derjenige ist, den es hier zu schlagen gilt, aber der nicht zu schlagen ist. Ja, das macht er aber auch gut, weil er ja auch mit unglaublicher Konfidenz angetreten ist. Das hat man schon gleich im ersten Lauf gemerkt, dass er ganz, ganz stabil ist und hier einen perfekten Start hinlegt, wie man sieht, das ganze Motorrad aus dem Pulk heraus besser beschleunigt hat. Das ist unglaublich. Die Gesamtübersetzung stimmt perfekt. Man sieht, dass er sich auch sogar absetzen kann, schon nach einer Runde. Hier die Beschleunigungsphase nochmal perfekt demonstriert. Nochmal schnell gegengelenkt, mit dem Kopf nochmal hoch, um das Gewicht nochmal mehr auf das Motorrad gleichmäßig zu verteilen. Dreht etwas ab das Gas, zieht das Gas wieder auf, um den Antrieb, den Schlupf zu stoppen. Und alles perfekt hier in dieser Situation. Saifudinov bleibt damit ungeschlagen. 9 Punkte aus den ersten 3 Rennen. So langsam wird die Gegnerschaft sich überlegen müssen, was sie dem entgegenzusetzen haben. Hier Martin Smolinski, wie er sich durchsetzt gegen den Mann in Blau, gegen Thomas Jetzak. Das hat er gut gemacht, Martin. Also ja, jetzt hat er vielleicht auch seine ideale Linie und die Einstellung am Motorrad gefunden. Peter Kildemand kommt wieder im nächsten Lauf. Das ist einer von denen, die jetzt schon unter Zugzwang stehen nach der Disqualifikation. Da muss Peter Kildemand einiges reißen, um hier das Ruder noch rumzureißen. Der trifft aber unter anderem auch auf Nicky Pedersen. Und auch der hat nicht so viele Punkte, wie eigentlich bis jetzt zu erwarten stand, auf dem Konto stehen. Nicky Pedersen, hier sehen Sie gleich die Ausbeute eingeblendet. Kildemand 3, Pedersen auch nur 4, Pawlicki und Protasiewicz auch mit jeweils 3 Punkten. Das ist der Lauf derjenigen, die ein bisschen unter Wert geschlagen sind bislang. Kildemand ein Rennen gewonnen und dann die Disqualifikation nach Sturz. Da muss er jetzt eins draufpacken und Nicky Pedersen in Weiß im zweiten Startplatz von außen. Hier sehen wir ihn. Ja, wusstest du, Norbert, dass Nicky Pedersen 26 Leute für sich arbeiten hat? Das ist Wahnsinn. Angefangen über Fahrer, Manager, Techniker. Physiotherapeutin, alles, die er bei jedem Rennen mitschleppt und sich betreuen lässt. Er hat in der Tat mit Abstand das größte Team aller internationalen Speedway-Fahrer. Perfekt organisiert, perfekt aufgestellt. Und auch für dieses Jahr, wie gesagt, nochmal einiges an der Infrastruktur geändert. Peter Kildemand in Rot, Premislav Pawlicki in Blau, Nicky Pedersen in Weiß und Piotr Protasiewicz in Gelb. Den besten Start erwischen die beiden Dänen. Innen schleicht sich Protasiewicz vorbei und Nick Pedersen ist gestürzt. Ja. Pedersen liegt dort, macht sich erstmal gemütlich, um sicherzustellen, dass auf jeden Fall das Rennen abgebrochen wird. Die Reißleine hat er noch an der Hand gehabt, das heißt der Cutout, ja, der Todmacher-Cutout, der die Zündung sofort unterbricht, dass das Motorrad sofort stehen bleibt. Früher hat man ja Motorräder durch die Gegend fliegen sehen wie Kreissägen. Das hat man mit der Technik jetzt abgestellt, indem man die Reißleine eben halt an der Hand hat. Und beim Verlassen des Motorrads wie beim Jetski vergleichsweise ist die Zündung unterbrochen. Wollen wir mal sehen. Was ist da passiert? Kildemand in Führung, Nicky Pedersen außen. Ja, einmal frei sein, Fehler. Ganz klar, hat Nicky überzogen. Genau wie Peter Kildemand. Hat sich, glaube ich, sogar ein bisschen auf den Hand draufgelegt, oder? Schauen wir mal hin. Nein, das ist eigentlich ganz allein seine Schuld. Man merkt jetzt, hier am Kurvenausgang versucht er mit aller Gewalt noch ein bisschen mehr Antrieb zu bekommen, das Hinterrad mehr zu belasten und dann kickt das ganz schnell raus und dann ist es vorbei.
kann er nicht mehr gegensteuern. Da hat er nicht mehr die Gelegenheit, gegenzusteuern. Heißt, jetzt muss dafür Nicky Pedersen disqualifiziert werden, normal, denn der Scheitelpunkt der Kurve war ja bereits durchmessen, sodass der Referee eigentlich keine Wahl hat, als einen auszuschließen. Berührt ja, dann mit seinem Vorderrad den aber Fuß. Das ist nicht der Grund zu stürzen. Das auf keinen Fall. Da ist die fahren natürlich alle dicht aufeinander. Und das weiß ein Nicky Pedersen auch. Und vielleicht, ja, man weiß. Salomonische Entscheidung. Alle vier dürfen wieder weiterfahren. Das ist das Regelbuch sehr großzügig ausgelegt. Finde ich aber gut bei dieser frühen Phase der EM. Er ist ja auch Mitfavorit für die ganze Serie. Und es wäre auch schade, wenn er im Zweifelsfall immer für den Angeklagten. Ja. Ne? Sie haben sich berührt, aber das ist nicht der Grund, dass man gleich hinfällt. Also ein Nicky Pedersen schon mal gar nicht. Ich meine, dass er da zu schnell reingefahren ist in die Ecke und einfach das Hinterrad zu quer gehabt hat. Und natürlich dann bei der Berührung eben halt sofort den Bodenkontakt verliert das Hinterrad. Und der Schiedsrichter kann entscheiden, alle vier wieder neu, wieder zum Neustart, wenn das für seinen Geschmack ein Kuddelmuddel in der ersten Kurve gewesen ist, unübersichtlich und damit letztlich unvermeidbar. Genau das hat er hier gepfiffen. Der dritte Versuch, Lauf Nummer 11 zu starten. Erneut sind alle vier Fahrer zum Wiederholungslauf zugelassen. Peter Kildemann ganz innen, Przemyslaw Pawlicki neben ihm in Blau, dann Nicky Pedersen in Weiß und Piotr Protasiewicz mit dem gelben Helm. Pawlicki hat nun wirklich am wenigsten Stress gehabt. Der hätte längst fertig sein können mit der 59. Kommt aber nicht aus dem Quark. Während Nicky Pedersen, der bereits zweimal heftig abgestiegen ist, in diesem einen Durchgang bereits parat steht. Und auch Piotr Protasiewicz beißt die Zähne zusammen, trotz der Schmerzen, die er spüren muss nach dem Sturz. Und ist bereits vorne am Band. Pawlicki ereignet sich hier ein bisschen umständlich. Peter Kildemann 3 Punkte, Przemyslaw Pawlicki 3 Punkte, Nicky Pedersen 4 Punkte und Piotr Protasiewicz 3 Punkte. Für das gesamte Quartett geht es darum, hier gut abzuschneiden und hier möglichst Anschluss zu halten an den Mann, der bereits ein bisschen zu enteilen scheint, nämlich an Emil Saifudinov. Jetzt hat Pedersen den besten Start vor Peter Kildemann. Die beiden Dänen auf den ersten beiden Positionen innen. Versucht sich der Mann in Blau durchzustehlen, schafft es nicht, während für Protasiewicz die Räume so eng werden, dass er da wie vor der Wand fährt. Kildemann wird jetzt von beiden Polen heimgesucht. Pedersen auf der ersten Position. Pawlicki und Protasiewicz beschäftigen jetzt Peter Kildemann. Pawlicki ist vorbei am Dänen und ich glaube auch Protasiewicz wird ihn sich gleich vorknöpfen. Allerdings kann Kildemann jetzt wieder zurückschlagen, drängelt ihn in die Bande, aber außen scheint mir mehr Schwung, Grip zu sein. Ja, das sieht man auch am Kurvenausgang, wie auf der Außenbahn viel, viel schneller gefahren wird. Und man sieht in dem Rennen, die kämpfen wirklich um jeden Punkt hier und versuchen alle Linien in der Mitte aus. Das ist der Wahnsinn, was Kildemann da macht. Der geht raus, der geht rein und lässt sich überhaupt nicht ins Boxhorn jagen. Kildemann verliert einen Platz, gewinnt wieder einen Platz. Am Ende wird er zwar nur Dritter, holt nur einen Punkt, aber mit Aktionen, die wirklich aller Sehenswürdigkeit wert gewesen sind. Nicky Pedersen, 3 Punkte für ihn als Laufsieger. Schraubt sein Konto damit auf 7 Zähler hoch und geht als großer Gewinner aus diesem turbulenten Heat hervor. Ja, der dritte, alles was gut wird, wird beim dritten Mal gut. Ne? Das war eben halt für ihn jetzt entscheidend, dass er wieder mal 3 Punkte schreibt. Kildemann nur einen. Das Abklatschen, das Abfausteln der beiden da hinten im Hintergrund. Pedersen macht das bereits vom Start weg klar. Und Kildemann lässt sich zuerst von Pawlicki foppen, foppt dann zurück und wird trotzdem noch von Protasiewicz. Ja, das war der Beste von diesen 3 Starts, den Niki da hatte. Aber innen kommt nochmal Kildemann natürlich nochmal richtig ran, aber kann das nicht so richtig umsetzen, weil Niki ist eine harte Nuss, hat einen Meter länger das Gas festgehalten und stehen lassen und eben halt dadurch den Vorteil, dass er in Führung geht und dann da vorne seine Ideallinie fahren kann, ganz klar.
Aber irre Szenen hier im Mittelfeld, hätte ich fast gesagt. Kildemand gegen die beiden Polen. Wahnsinn. Da war aber richtig eben Feindberührung mit dem Hinterrad. Ja, und der bedankt sich für die Pfiffe, die gekommen sind. Sie haben es gehört im Hintergrund, dass es einige gab, die das nicht so gut gefunden haben, dass Nicky Pedersen hier gewonnen hat. Der ist so eine Art Enfant terrible. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man nicht von allen geliebt wird. Ja, das kannte ich mal auch irgendwo her. Aber Gott sei Dank ist das ja auch Geschichte. Pedersen bezieht auch aus diesen Kontroversen einen Teil seiner Motivation, einen Teil seiner Kraft. Das hast du damals sicherlich ähnlich gemacht. Ja, wir wollen ja aber nicht von mir reden. Hier ist jetzt, wir haben jetzt 2015 und nicht 1983. Noch. Janusz Kolodziej, Antonio Lindbeck, Paweł Przetpelski und Hans Andersen, der Lauf Nummer 12. Hier Kolodziej, Lindbeck, auch der nach seiner Einpunktefahrt von vorhin einigermaßen unter Druck. Paweł Przetpelski hat sich auf Platz 2 nach vorne geschlichen in der Gesamtwertung hinter Seifudinov und Hans Andersen, der bis jetzt 0 Punkte hat. Auch das eine Enttäuschung für den Dänen. Lindbeck hat aber gute Berater und die werden ihm jetzt gesagt haben, also Kollege, du warst falsch übersetzt, die Bahn wird jetzt glatter, du musst jetzt schneller werden auf der Geraden. Und das werden die gemacht haben, denn er schlug ja furios zu in den ersten Läufen, war richtig gut unterwegs und auf einmal dieser Einbruch, ich denke mal, die werden jetzt auch was geändert haben. Janusz Kolodziej, Antonio Lindbeck, Paweł Przetpelski und Hans Andersen von innen nach außen. Kolodziej rot, Lindbeck blau, Przetpelski weiß und Andersen gelb. Und Andersen erwischt den besten Start, taucht da gemeinsam mit Toninho Lindbeck als erster in die Kurve ein. Lindbeck durch, Andersen auf der zweiten Position, dann Kolodziej und Przetpelski. Wo ist Przetpelski mit dem weißen Helm? Reitet jetzt den ersten Angriff innen auf der Smolinski-Auckland-Linie. Fährt Andersen brutal und brüsk fürs Vorderrad und holt sich damit die zweite Position. Lindbeck, der schwedische Mannschaftsweltmeister, aber noch auf Platz 1. Und ich würde mich täuschen, müsste mich sehr täuschen, wenn Przetpelski da noch an Lindbeck rankommt. Nein, das kann er nicht. Man sieht es jetzt, stimmt auch. Top-Speed am Ende der Geraden ist Lindbeck wieder in altgewohnter Weise schnell unterwegs und da führt kein Weg an denen vorbei. Das glaube ich ganz bestimmt nicht. Er nutzt auch richtig die Bahn. Man kann also sehen, dass er mit dem Hinterrad fast bis an die Airfans ranfährt, weil er weiß, da liegt noch ein bisschen loser Belag und da holt er sich den Speed. Und Lindbeck gewinnt nach dieser Ein-Punkte-Schlappe. Macht der Brasilianer mit schwedischer Heimat und schwedischem Pass hier Wiedergutmachung. 3 Punkte für Antonio Lindbeck. Damit hat er 7 auf dem Konto. Hält damit ebenfalls den Kessel unter Dampf und hat hier noch veritable Chancen auf den Tagessieg. Lindbeck gewinnt. Przetpelski auf der zweiten Position. Büßt einen wichtigen Punkt ein gegen Antonio Lindbeck im direkten Duell um die Rolle des besten Verfolgers gegen Emil Seifudinov. Przetpelski nur mit 2 Punkten bedient und hat damit mindestens 2 Punkte Rückstand jetzt schon auf den alleinführenden Maximummann bis jetzt auf Emil Seifudinov, den Russen. Ja, da kommt noch mal ein Angriff von Martin Oczulik, aber den Der wird nach Quatsch. Jetzt habe ich mich total in der Reihe hier verlesen. Da kam nochmal ein Angriff, aber den hat natürlich Antonio richtig schnell abgeblockt. Hier nimmt er den rechten Fuß von der Rasse, um noch mehr Antrieb zu bekommen. Genau. Super. Lindbeck. Angriff hier von Hans Andersen auf Antonio Lindbeck und der balanciert und buxiert sich da irgendwie durch und hält die Maschine unter Kontrolle auf atemberaubende Art und Weise. Er ist schon ein Freund des ganz besonders wilden Ritts. Das ist irgendwie ein irres Schauspiel, diesem Antonio Lindbeck zuzuschauen. Solange der in Bestform bleibt und mental und körperlich auf der Höhe ist, dann ist er ein Hochgenuss
auf zwei Rädern. Ja, darf nichts passieren. Ne? Das bremst die Jungs dann immer ein. Ein Crash, das macht die dann erstmal wieder die nächsten Wochen langsamer. So, und damit schiebt sich Lindbeck in der Tat, wie ich schon ausgerechnet hatte, auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Emil Saifudinov bleibt ungeschlagen. 9 Punkte Maximum nach 3 Läufen. Lindbeck zweiter, punktgleich mit Pedersen und Brett Pilski. Das ist ein ziemlicher Thriller heute Abend hier. Da sind wir wieder bei der Speedway-Europameisterschaft in Thorn an der Weichsel. Das Rennen zwischen Nordstern Stralsund und dem MSC Bruchstedt ist mittlerweile beendet, liebe Zuschauer. Das Bundesliga-Aufeinandertreffen. Und was soll ich sagen? Der deutsche Meister Bruchstedt hat es noch gedreht in der Schlussphase. 45-42 gewinnt Bruchstedt in Stralsund. Also es gibt nicht nur Speedway hier in Thorn an der Weichsel, wo Lauf Nummer 13 auf dem Programm steht. Es gibt auch eine ganze Menge andere Hochkaräter in einer Sportstadt par excellence. Aber jetzt konzentrieren wir uns dann doch bitte wieder aufs Wesentliche. Der große Bahndienst ist vorbei und Emil Saifudinov kommt im nächsten Durchgang wieder ans Band. Lauf Nummer 13, Hans Andersen, hier ein Martin Smolinski-Fan mit der 84. Fans hat er ja eine ganze Menge. Bis jetzt aber nur einen Punkt zu Buche stehen. Martin Smolinski. Und kommt im nächsten Durchgang, wann kommt er denn? Auf Nummer 14 wieder gegen Janusz Kolodziej, gegen Peter Kildemand und Grigori Laguta. Ich glaube, Martin fährt zu wenig. Er müsste auch in der schwedischen oder englischen oder polnischen Liga fahren, um diese Routine zu haben und dieses Abgeschliffene, also auch cool ans Band ranzugehen. Und nicht permanent irgendwelche Änderungen am Motorrad vornehmen. Man muss einfach eine Linie finden. Aber was das Wichtigste ist, er muss mehr Rennen fahren. Das ist das A und O bei ihm, was ihm fehlt. Lauf 13 unter 2 Minuten gestellt. Hans Andersen, Emil Saifudinov, Piotr Protasiewicz und Martin Vaculík. Das hier ist von der Papierform her eine klare Sache für den Mann in Blau. Wenn überhaupt, dann Piotr Protasiewicz, der in ein bisschen Pisa kann. Ja, aber hallo, Martin Vaculík kann auch manchmal über sich hinauswachsen. Das haben wir oft gesehen, dass er auf einmal da ist, wenn man ihn nicht mehr auf der Latte hat. Aber wie gesagt, unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Saifudinov heute Abend, glaube ich, so gut sortiert, so prima aufgestellt, dass da eigentlich nichts anbrennen dürfte. Ich fürchte, der wird hier mit einem Maximum durchs Programm hechten. Andersen hat gerade aber auch einen prima Start hingelegt und ein kampfstarkes Rennen. Nachdem er ein bisschen Anfangsschwierigkeiten hatte, in den Abend hineinzukommen, ist Hans Andersen jetzt möglicherweise doch aufgewacht und hat die Maschine so eingestellt, wie er sie braucht und wie vor allem die Bahn sie braucht. Aber ob das dann reicht, gegen Emil Saifudinov in Blau vorzugehen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, nahezu unwahrscheinlich, aber Speedway, das ist ja auch eine Sportart, da kann der ganz, ganz kleine Unterschied manchmal eine riesen Wirkung haben. Drehst du an den Kupplungsschrauben, eine halbe Umdrehung die Kupplungsstramme, passt alles nicht mehr, Norbert. Das Vorderrad steigt sofort, die Kupplung packt zu hart und sofort ist der gesamte Balanceakt gestört. Und das ist manchmal so, dass dann irgendeiner da irgendwo dran rumdreht und der Fahrer das nicht richtig mitbekommt und zack, ist schon passiert, dass das Ding kerzengerade in der Luft steht. Antonio Lindblick sieht das ganz easy, das ist überhaupt so ein Sunny Boy. Wenn man den hier sieht, dann hat man einfach ein schönes Gefühl, netter Typ, sehr, sehr nett auch zu den Fans. Hans Andersen rot, Emil Saifudinov blau, Piotr Protasiewicz weiß und Martin Vaculík gelb, Lauf Nummer 13. Beste Start für Andersen ein weiteres Mal. Vaculík durch, aber von 4 auf 1 innen durch. Das ist ja der Emil Saifudinov. Was sage ich der Vaculík? Was macht er? Geht ganz außen raus, holt sich den Schwung und fährt jetzt hier an zweiter Stelle rum. Das ist einfach so. Bei dem ist alles möglich. Aber natürlich ganz klar, hier vorne spielt die Musik mit Emil. Der lässt sich hier nicht die Butter vom Brot runterziehen. Das ist ganz klar. Aber Vaculík macht hier richtig Meter. Man sieht, dass er richtig gut eingestellt ist und auch nicht verliert gegen Saifudinov.
Aber jetzt kommt noch mal eine Attacke hier von innen. Nochmal da. Ja, aber Andersen muss aufpassen und Protasiewicz schlüpft da durch, weil Andersen irgendwie kurz in den Tiefschlaf gefallen ist. Ja, da hat er nicht aufgepasst. Das war Konzentrationsschwäche. Jetzt nochmal der Versuch zu kontern von Hans Andersen, wird nichts draus und Emil Seifudinov bleibt ungeschlagen. Der hinterlässt einen bockstarken Eindruck heute Abend, mein lieber Mann. Ja, und vor allen Dingen so gleichmäßig die Leistung. Das ist das, was mich so wundert. Bei Emil hat man auch manchmal so während des Rennens auf einmal so einen leichten Einbruch, dass man denkt, na, was ist jetzt los? Was beißt ihn da? Auf einmal verliert er auch Punkte. Aber heute marschiert er ganz sauber und akkurat durch. Bleibt weiterhin ungeschlagen. 4 Starts, 4 Siege, damit 12 Laufpunkte. Für Emil Seifudinov, obwohl Hans Andersen die beste Reaktion und die beste Anfahrt zur ersten Kurve hatte. Und dann riecht hier Seifudinov den Braten, kann innen eintauchen und auf einen Plutz von 4 auf 1 nach vorne fahren. Außenrum versucht Vaculík mitzuhalten, hat aber gegen Seifudinov über die Distanz keine Chance. Ja, aber hat sich gut geschlagen. Also muss man mal ehrlich sagen, er versucht hier alles ganz nach außen raus mit dem gelben Helmbezug. Versucht er sogar die Führung zu wenden, weil in dem Moment schießt Emil vom innen durch und lässt das Gas ein Stück länger stehen. Und das waren die entscheidenden Meter dann. Perfekte Balance. Man sieht es hier voll im Drift, fast 90 Grad zur Bahn angewinkelt, das Motorrad in perfekter Balance. Und jeder Sieg macht ihn noch einmal eine Spur stärker. Der Europameister. Ein Klasse für sich momentan. Jetzt Lauf Nummer 14. Kann einer da mithalten? Wenn dann Peter Kildemand, Janusz Kolodziej, Martin Smolinski auf dem inneren Startplatz und Grigori Laguta ganz, ganz außen. Kildemand in Gelb und hier Martin Smolinski die Gunst des roten Startplatzes nutzen. Das wäre es jetzt eh noch. Ja, das wird ihm aber nicht besonders viel helfen, weil Rot ist natürlich, bist du als Erster in der Kurve, hast aber den härtesten Driftwinkel. Wenn du mit der gleichen Geschwindigkeit wie der in der Mitte oder ganz außen kommt, fahren willst, dann hast du zu viel Drift, weil die Gesetze der Fliehkraft, die machen vor niemanden Halt. Das ist einfach so. Aber vielleicht gelingt ihm doch mal so ein Husarenritt. Er kann ja ganz innen fahren an der Kante. Das hat man oft schon gesehen, dass er, wenn er alles versucht hat und nichts geht, dann versucht er noch mal innen an der Kante lang zu nageln. So hat er Auckland gewonnen, diesen Sensationssieg beim Großen Preis von Neuseeland 2014. Genau. Smolinski in Rot, Janusz Kolodziej daneben in Blau, Peter Kildemand in Weiß und Grigori Laguta ganz außen in Rot. Smolinski hat einen Punkt, Laguta hat 6 Punkte und Kildemand braucht jeden Punkt, um Anschluss zu halten an die Spitze, um ins Finale zu kommen. Der Start von Smolinski gut, der greift hier nach der Führung, kämpft hier gegen Janusz Kolodziej, kommt dann aber da ins Sandwich hinein und wird abgeklemmt von Peter Kildemand, der gnadenlos durchsticht und die Räume so eng macht, dass Smolinski, glaube ich, sogar den Gas ein bisschen dazu drehen müssen. Ja, da war es ganz eng, aber die Jungs, die schenken sich ja hier auch gar nichts und die haben also Martin dermaßen in die Zange genommen. Da war nicht viel mehr zu holen bei ihm. Hätte er stehen lassen, hätte es vielleicht sogar noch eine Kollision gegeben. Kildemand jetzt auf der ersten Position, Laguta auf Rang 2. Janusz Kolodziej kriegt nochmal einen Angriff von Martin Smolinski verpasst. Geht da hinten noch was für den Deutschen. Ist ein Strahl gekommen, das prasselt dann auf ihn ein und bremst auch nochmal. Kildemand gegen Grigori Laguta. Aber Laguta hat außenrum den Nachteil des weiten Weges, kann das nicht mit mehr Grip kompensieren. Jetzt aber, jetzt kommt der Angriff von Laguta, stellt gerade, aber Kildemand schafft es gerade so eben noch vor ihm. Um Speichenbreite, vielleicht um Narbenbreite den Sieg zu sichern. Das hätte mich auch gewundert, wenn das noch gelingt. Aber Kildemand, der hat natürlich auch ein Auge hinten, eins vorne. Und der weiß auch, der fährt nicht unbedingt schneller und wie um sein Leben, um was zu riskieren. Hat ja auch einmal schon mal eine Bodenprobe genommen heute. Und weiß also, das ist nicht so lustig, wenn man da zu Boden geht. Und riskiert dann eben halt nicht so viel und fährt nur so schnell, wie er unbedingt muss. Wichtige 3 Punkte gleichwohl für Peter Kildemand, der beim Start hier zunächst einmal das Nachsehen hat. Der ist sogar Letzter.
Smolinski auf der 1 und dann kommt hier Kildemann, der ihm direkt vors Vorderrad, um nicht zu sagen ins Vorderrad hineinfährt. Naja, die sind fast über den Fuß gefahren, möchte ich mal sagen. Das war schon eine harte Attacke und das lässt natürlich auch so einen Fahrer wie Martin nicht kalt. Also das ist schon ein Schreck, wenn auf einmal einer dir halb über den Fuß fährt. Das Motorrad auf jeden Fall läuft eigentlich ganz gut. Man hat es gesehen, der Start war auch nicht schlecht und kämpft hier wie um sein Leben. Aber da wird natürlich hart gefahren. Das war ein brüskes Manöver, das Peter Kildemann da vorgetragen hat gegen Martin Smolinski. Und das hat Smolinski natürlich so viel Schwung und vielleicht auch ein bisschen Mumm gekostet, dass er hier wieder mit Null heimgefahren ist. Das ist deprimierend, ja. Schade eigentlich, sehr, sehr schade. Schlussspurt nochmal von Grigori Laguta, alles in die Waagschale geworfen. Früh gerade gestellt, um das Ding wirklich volle Leistung durchziehen zu können, Richtung Zielgerade. Kildemann hat so gerade eben noch verteidigt. Lauf 15, Václav Milik in Rot, Niki Pedersen in Blau und Pavel Pszczepelski in Weiß sowie Thomas Jetschak in Lau in Gelb. Auch das ein Rennen, das es in sich hat. Pavel Pszczepelski 7 Punkte, Niki Pedersen 7 Punkte, Milik und Jetschak mit jeweils 4 Punkten. Die hätten mehr machen können, aber Václav Milik, wie gesagt, gehen am Ende immer die Körner aus. Haben wir schon mehrfach beobachtet, je länger der Lauf dauert, desto weiter geht es abwärts mit ihm. Und Niki Pedersen und Pavel Pszczepelski, die kämpfen hier auf Kurs Finaleinzug, respektive zumindest Halbfinaleinzug. Hans Andersen dagegen eine der Enttäuschungen des Abends. Das haben wir nicht erwartet. Hans Andersen ist eigentlich eine sichere Bank, hat auch schon ganz große Rennen gewonnen. Und hier ist er eigentlich nur noch ein Schatten von sich selber. Ne? Milik in Rot, da hinten beobachtet Peter Kildemann das Geschehen. Milik in Rot, Jetschak in Gelb, Pedersen in Blau, greift nach der Führung in der ersten Ecke. Václav Milik, ein eindeutiger Blitzstarter heute Abend, der kriegt fast jeden Start auf die Reihe und dann verliert er mit genauso unschöner Regelmäßigkeit das Gewonnene direkt auf den nächsten paar Meterchen. Jetzt ist Niki Pedersen auf Platz 1 vor Jetschak, Pszczepelski und Milik. Und Milik beschäftigt Pszczepelski, sodass der jetzt hier ins Hintertreffen gerät in der Gesamtwertung. Im Kampf des Besten vom Rest. Die ersten beiden ziehen ja direkt ins Finale ein. Der dritte und vierte der Vorläufer hat dann über den Hoffnungslauf nochmal eine Chance, genauso wie der fünfte und sechste, die da nochmal aufeinandertreffen. Und da gibt es noch zwei weitere Fahrkarten für den Endlauf. Ich glaube, Saifudinov können wir schon mal sicher verbuchen als Endlaufteilnehmer. Und wer auch immer sich in diesem Ringelpiez um Platz 2 durchsetzt, das ist noch völlig offen. Jetzt hat sich Niki Pedersen wieder in eine gute Ausgangslage hineingeschossen. Aber vorher eben auch sein Landsmann Peter Kildemann mit dem Sieg in Lauf Nummer 14. Unwahrscheinlich ist doch immer wieder zu beobachten. Niki, dann hat er mal so einen Lauf, da quält er sich richtig über die Runden. Und jetzt legt er hier einen Stiel hin und fährt allen so weit weg. Das muss dann irgendwo auch damit zu tun haben, dass die an der Maschine etwas geändert haben. Sei es die Übersetzung, sei es die Bedüsung oder mit der Zündung vor, zurück oder eine andere Kennfeldlinie eingestellt. Ja, auf jeden Fall ist er happy und hat alles wunderbar geklappt. Das war natürlich auch eine Glanznummer. Mit einem unglaublichen Speed ist der hier unterwegs. Am Ende der Geraden sieht man, wie das Motorrad nochmal so richtig losbeschleunigt. Momentan hat er den Start ein bisschen verhauen, aber jetzt orientiert er sich auf die Geradeausfahrt, bringt das Gewicht nach hinten und da hat er schon nochmal den Kopf so nach hinten geschleudert. Das ist so auch so eine Art von ihm. Fährt in den Antrieb rein und macht hier seine absolute Runde in Führung. Während Pszczepelski momentan mit dem Ofenrohr ins Gebirge schaut, im Kampf um den direkten Finaleinzug, denn dessen Ein-Punkte-Fahrt hilft ihm überhaupt nicht weiter. Aber Pszczepelski, der Verlierer dieses Durchgangs, in dem sich Niki Pedersen und Peter Kildemann wieder nach vorne gearbeitet haben, genau wie auch Toninho Lindbeck. In die Rolle des besten Saifudinov-Verfolgers. Saifudinov allerdings nach wie vor eine Klasse für sich. Unangefochten mit Maximum unterwegs. Ah, eine Augenweide. Aber auch Niki Pedersen.
wie er hier auf dem Motorrad sitzt, das passt alles genau. Man sieht, das Motorrad fährt genau dahin, wo er es hinhaben will. Ja, und er ist natürlich froh und gibt jetzt auch den Fans zu zeigen, alles klar, hier läuft das wunderbar im Moment. Emil schaut ein bisschen betrübelt aus der Wäsche. Ja, aber der fühlt sich schon wohl. Das zeigt er ja gerade mit dem Daumen. Und da Jürgen Baumgarten mit Darius Michalczewski. Darius Michalczewski, Boxweltmeister. Jürgen Baumgarten hat gemeinsam mit Anton Nischler ein neues Öl entwickelt, das auf den Motoren, auf die Motoren von Anton Nischler maßgeschneidert ist. Jene Nischler-Aggregate, mit denen Emil Seifudinov hier momentan von Sieg zu Sieg hechtet und ungeschlagen durchs Programm galoppiert ist bis jetzt. Auf 16 Antonio Lindbeck, der nochmal zurückkehrt ins Fahrerlager. Przemyslaw Pawlicki, Tomasz Golob, dann Lindbeck hier mit dem weißen Helm und Artyom Laguta in Gelb ganz außen. Pawlicki in Rot, Golob in Blau, Lindbeck in Weiß und Laguta in Gelb. Das wird ganz bestimmt ein spannendes Rennen, weil Tomasz Golob möchte auch nicht so gerne hier in Polen, wo man ja praktisch ihn vergöttert, eigentlich wie so ein Loser rumfahren. Das tut weiß das aber ich momentan. Ja, aber vom Gefühl her, denke ich mal, wird er noch eins drauflegen. Hat aber jetzt Lindbeck vor der Brust, der sich gerade auf Platz 2 im Klassement geschoben hat. Lindbeck allerdings mit einem schwachen Start. Mit einem ganz schwachen Start. Jetzt ist der wilde Hund in Lindbeck gefragt und er bricht jetzt schon mal durch. Von der vierten auf die zweite Position. Wen hat er jetzt da vor sich in Rot? Pawlicki. Tomasz Golob auf der letzten Stelle muss zumachen. Und Pawlicki ist gleich fällig. Ich sag's dir, Pawlicki wird fällig sein. Da kannst du gar nicht gegen gucken. Jetzt hat er ihn schon einmal. Lindbeck vorbei an Przemyslaw Pawlicki. Kann der nochmal kontern, taucht innen ein, aber das hat Lindbeck jetzt im Griff gegen die beiden Polen. Allein Artyom Laguta ist zu weit weg für den Wüstenschweden. Ja, da hat sich richtig absetzen können, dadurch, dass da hinten dieser wilde Kampf um Platz 2 entfacht ist. Das nützt natürlich gleich einer aus, der in Führung ist, um sich perfekt auf die volle Ideallinie zu konzentrieren. Und Lindbeck holt zwar ein bisschen auf, aber kann sich nicht so richtig absetzen von seinen Gegnern. Das ist eigentlich erstaunlich. Vielleicht müsste man doch mal sehen. Ja, da passiert nichts mehr. Artyom Laguta klaut Antonio Lindbeck einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dessen Fans sind trotzdem zufrieden. Lindbeck bleibt auf Halbfinalkurs. Ob es noch reicht, um den direkten Einzug zu buchen, das wird der nächste Durchgang zeigen. Die Läufe 17 bis 20. Aber davor haben wir wieder mal eine Bahndienstpause. Und vorher gucken wir noch einmal auf die Wiederholung von Lauf Nummer 16 oder auch auf das Gesamtklassement. Jetzt haben wir es nämlich. Nein, Artyom Laguta gewinnt dieses Rennen vor Antonio Lindbeck und Tomasz Golob. Das ist das Einzelresultat, während der Bahndienst ausrückt. Hier Artyom Laguta, der jüngere der beiden Laguta-Brüder, die sich in der Box brüderlich teilen. Im Start ist er schon durch, während Lindbeck auf der letzten Position rumturnt. Und turnen ist da genau das richtige Wort. Mit artistischem Einsatz arbeitet er sich zunächst an Golob in Blau vorbei. Und dann kommt der langmähnige Raster-Lockenträger auch noch auf Rang 2 vor. Zwei, dreimal nachgekuppelt. Also zu viel Antrieb gehabt am Hinterrad. Das Motorrad wollte steigen. Dann hat er zweimal oder dreimal fast die Kupplung angelüpft, dass das Motorrad unten bleibt, das Vorderrad. Und das ist natürlich, so ein Start kann man nicht abliefern, wenn man solche Gegner am Start hat. Kämpft sich dann aber in sehenswerter Manier wieder auf die zweite Position vorne vor. Hier sehen Sie es. Ja. Beide Polen sind fällig. Haben sich da aber so lange miteinander beschäftigt, dieses Trio, dass ein Abriss entstanden ist zum einsam vorausfahrenden Artyom Laguta. Lagutas Soloflucht erfolgreich. Der Ausreißversuch hat funktioniert. 3 Punkte für Artyom Laguta und Antonio Lindbeck betreibt mit dieser kampfstarken Leistung Schadensbegrenzung. Darius Michalczewski und Jürgen Baumgarten. Ja, Darius, er ist auch ein Speedway-Fan. Ich habe ihn auch mal kennengelernt und das ist auch ein netter Sportler gewesen, ja, auch noch. Pedersen hat sich jetzt auf Platz 2 vorgeschoben, Sie sehen es hier. Der also der große Gewinner dieses Durchgangs, Emil Seifudinov ungeschlagen. Pedersen wäre momentan mit ihm im Finale, während Lindbeck, Laguta, noch ein Laguta und Przepelski um den Finaleinzug kämpfen würden.
Bahndienstpause vor den letzten 6 Läufen beim Auftakt der Speedway-Europameisterschaft in Thorn an der Weichsel. Der nächste Lauf übrigens, liebe Zuschauer, am 11. Juli in Landshut stattfindend. Insgesamt gibt es 4 Durchgänge der Europameisterschaft. Nach Thorn geht es, wie gesagt, am 11.7. nach Landshut, am 15. August nach Kumla in Schweden und am 19. September nach Ostrau, wiederum in Polen, zum großen Finale. Europameister Emil Seifudinov hat das Geschehen hier souverän im Griff. Er bleibt bis jetzt ungeschlagen. Und zwar ohne größere Auffälligkeiten, ohne größere Anstrengungen. Auch Seifudinov macht das hier mit der Souveränität des gut gelaunten Titelverteidigers. Eine ganz besondere Augenweide sind jeweils unsere Schirmständerinnen, die es in jedem Jahr neu gibt. Also sprich die Damen, die da als Grid Girls fungieren, die Regenschirme halten in den Helmfarben. In diesem Jahr sind die jungen Damen Sinem, Agatha, Paula und Martha. Viel Spaß. Irgendwie würde das Mötley Crüe-Lied Girls, Girls, Girls deutlich besser zu passen als diese Musik samt der entsprechenden Lokalitäten, wo das Video aufgenommen worden ist damals. Ja, aber hübsche Dinger, ne? Also Sinem, Agatha, Paula und Martha, die sehen Sie gleich wieder, wie gesagt, als Schirmständerinnen für die Herren Rennfahrer. Auch für Antonio Lindbeck, der hier um den Semifinaleinzug kämpft. Momentan Peter Kildemand, derjenige, der unter der Wasserscheide liegt, der also als erster durchs Raster fallen würde. Aber es gibt ja noch einmal 4 Vorläufe. Martin Vaculík, Peter Kildemand, Artjom Laguta und Pavel Przetpelski treffen in Lauf Nummer 17 gleich aufeinander. Und da gilt es dann für Peter Kildemand schon gleich einmal zuzulangen und sicherzustellen, dass er hier mit 3 Punkten den Kessel so unter Dampf hält, dass der Zug in Richtung Semifinale eben doch nicht abgefahren ist für ihn. Emil Seifudinov 12 Punkte, Niki Pedersen 10 Punkte. Die beiden wären momentan qualifiziert. Antonio Lindbeck 9 Punkte, Grigori Laguta 8 Punkte, Przetpelski 8 Punkte, Artjom Laguta 8 Punkte. Die werden ebenfalls qualifiziert. Kildemand mit 7 Punkten als erster ausgeschieden. Und auch Jedrzejczak, der Unaussprechliche, hat mit 6 Punkten noch Chancen. Genauso wie auch Piotr Protasiewicz, der 6 Punkte zu gut Buche stehen hat. Den ersten, den wir abschreiben können von der direkten Qualifikation, das ist Tomasz Golob. Also in diesem letzten Durchgang, Egon, da kann doch alles passieren. Ja, da kann tatsächlich der ein oder andere auch noch federn lassen. Und das ist ja das Wunderbare beim Speed. Wenn Sie mal sowas live erleben wollen, haben Sie die Möglichkeit. Jetzt am 27.06. in meiner alten Heimat im Norden, Halbemondstadion, da findet ja wieder nach ganz lange Jahre Pause mal wieder ein Ligarennen mit den Originalhaien aus Norden statt. Hast du gehört, Norbert? Ne? Ja, ich habe gehört, Nordenhaie, glaube gegen Stralsund am 27. Genau. Juni. In Güstrow auch am gleichen Tag, auch ein interessantes Paar-EM-Rennen. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar, die wir nachher vielleicht nochmal erwähnen möchten. Ein paar Termine, die auch für Sie, liebe Zuschauer, mal interessant sind. So auch ein Live-Rennen mal zu sehen, das ist eine ganz andere Atmosphäre wie am Fernsehschirm. Ja, einmal hingegangen und süchtig gemacht, genau. Kann ich nur sagen. Ja, Virus. Virus, genau. Absoluter Virus. Artjom Laguta, dessen Mechaniker beobachtet, Lauf Nummer 17, die Vorbereitung, denn da wird Artjom Laguta in Weiß ans Band rollen gegen Peter Kildemand. Artjom Laguta, einer von denen, die 8 Punkte haben, genau wie sein Bruder Grigori und wie Przemyslaw Pawlicki. 8 Punkte würden momentan reichen, um ins Semifinale vorzustoßen. Peter Kildemand braucht hier jeden Punkt, der muss Artjom Laguta irgendwie überholen. Am besten tut er das, indem er ihn im direkten Duell besiegt. Ja, überholen. Recht einfach. So einfach ist das. Aber das ist am Spielfeld
nicht so einfach zu realisieren. Da muss man kämpfen wie ums Leben manchmal. Wenn man da einen Meter gut machen will, muss man so viel draufpacken in der Kurve an Risiko, dass es manchmal dann auch zum Sturz führt. Was bin ich hoffen? Martin Vaculík, rot. Rita Kildemand, der Mann, der muss. In blau. Artyom Laguta in weiß und Pavel Pszczepelski in gelb. So geht's los in die erste Kurve. Vaculík erwischt den besten Start. Dahinter Artyom Laguta, der aber jetzt auf die letzte Position zurückfällt, während Kildemand sich durchboxt und durchtankt auf die erste Position. Und damit wäre Kildemand jetzt vorbei an Artyom Laguta und momentan einer der Semifinal-Qualifikanten. Ich glaube, da hast du eine Berührung gegeben in der Kurve, wegen der Artyom Laguta da so ins Taumeln und ins Torkeln gekommen ist. Mit harten Bandagen arbeitet sich Peter Kildemand vor und löst damit womöglich die Fahrkarte ins Semifinale zu Lasten von Artyom Laguta. Wenn Laguta hier punktelos ausgeht, dann ist das ein Schlag ins Kontor, der ihn aus dem Kreise der Qualifikanten fürs Semifinale auf jeden Fall ausscheiden lässt. Wunderbar und perfekte Balance, Kildemann. Jetzt auf dem Glatten, weil er weiß, wenn er jetzt nach außen rausgeht, kann es möglicherweise passieren, dass die Attacke von innen kommt. Er fährt sauber seinen Strich, möglichst mit wenig Drift hier die 3 Punkte nach Hause. Damit hat er 10 Zähler, während Artyom Laguta auf seinen 8 Punkten hängen bleibt. Peter Kildemand schiebt sich damit also nach vorne und ist eigentlich jetzt schon fast so gut wie sicher durch ins Halbfinale, nachdem er dort Laguta gleich sämtliche Backenzähne gezogen hat. Die Backenzähne, ja. Na ja, irgendwie freue ich mich für Peter Kildemand. Der hat ja, wie gesagt, auch nicht nur Glück in diesem Rennen gehabt. Ein paar Punkte hat er schon mal eingebüßt wegen Pech. Aber wie gesagt, das ist im Spiel hier immer möglich. Hier jetzt noch mal gucken, was war da los? Wie hat denn Laguta da plötzlich so, wollen wir sagen, abgebaut? Oh, da war eine richtige Feindberührung. Aber der ist auf den Schmutzfinger des Vordermanns gefahren, oder? Ja. Das, also wir sagen, selbst schuld. Ja, kann man so oder so sehen. Wenn einer im Pulk auf einmal das Gas reguliert und wird langsamer oder erwischt eine Rille oder eine Glatze, wie man sagt, also eine glatte Stelle, dass das Hinterrad durchdreht. Ja, aber das war absolut, der hat einen Wegrutscher gehabt und beim Wegrutschen ist er mit dem Vorderrad an dem Hinterrad des Gegners hängen geblieben. Das ist meist eine ganz, ganz haarige Geschichte und endet meist am Boden. So endet es nur auf dem letzten Platz und eröffnet Peter Kildemand, dem Mann mit dem blauen Helm, die Tür ins Halbfinale. 3 Punkte, als er sie am dringendsten nötig hat. Ja. 7+3 macht 10. Freuen tut er sich, Wahnsinn. Ja, der natürlich genau weiß, dass das unter Umständen schon der Weg ins Halbfinale gewesen ist. Er kommt jetzt, Lauf Nummer 18, Martin Smolinski wieder mal mit dem blauen Helm. 1 Punkt hat Smolly bis jetzt auf dem Deckel. Remislav Pawlicki, Hans Andersen und der Blitzstarter Václav Milik in Lauf Nummer 18, die Gegner von Martin Smolinski. Smolinski und Hans Andersen kämpfen gegen die rote Laterne, beide mit 1 Punkt behaftet. Ja, Pawlicki und Milik ganz vorne. Pawlicki mit 8 Punkten, momentan sogar auf Semifinalkurs. Welche sicherlich oder aller Wahrscheinlichkeit nach 3 Punkte dazu schreiben, dann ist er auch durch ins Halbfinale und bleibt auf jeden Fall vor Peter Kildemand in der Tabelle. Ich konzentriere mich jetzt nochmal auf Václav Milik. Was macht er jetzt von der Außenbahn? Das kann vielleicht für ihn eine schöne Linie geben, wenn er rechtzeitig rüber stößt. Und dann halt mit der Bahn versucht, seinen Antrieb zu finden. Könnte klappen. Und hier Martin Smolinski. Letzter Auftritt für den Bayern heute Abend. Am Start gleich wieder hinter 3. Aber da kommt er. Außen, Václav Milik. Macht hier die Meter, hat die Ideallinie absolut ausgenutzt. Motorrad nicht so sehr angewinkelt, fast ohne Drift, am Eingang lange stehen lassen und sucht sich hier die Ideallinie, so wie er sie braucht. Václav Milik auf der ersten Position in diesem Duell oder in diesem Vierkampf der Loser sozusagen.
denn auch Pawlicki hat natürlich keine Chance mehr, ins Halbfinale einzukommen. Chet Pelski ist derjenige, welcher dennoch um die Halbfinale oder Finaleinzugsteilnahme kämpft, während Pawlicki mit 3 Punkten, glaube ich, ebenfalls hoffnungslos hinter 3 fährt. Und Smolinski handelt sich hier in diesem Lauf jetzt gerade mal den letzten Platz des Abends ein. Wei, oh wei, oh wei. Ja, schade. Vielleicht ist die Abstimmung auch mit dem Jawa-Motor noch nicht so perfekt. Er hat natürlich ein Handicap gegen die ganzen GMs. Aber er wollte das ja so. Er wollte der Vorreiter sein. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn Jawa wieder ins Geschäft kommt, dass da mal ein bisschen Bewegung in der Industrie ist. Aber trotzdem ist das eine ziemliche Klatsche hier. Ein Punkt jetzt gegen Hans Andersen auch noch eindeutig abgehängt. Das kann seinen eigenen hohen Ansprüchen nicht genügen. Nein, auf keinen Fall. Keine Chance gegen Hans Andersen gehabt. Václav Milik gewinnt zum ersten Mal heute Abend einen Heat, nachdem er gute Starts gehabt hat. Aber er hat hier auch das mit Abstand leichteste Gegnerfeld gehabt. Smolinski mit dem blauen Helm. Bei dem ist eigentlich hier schon der Würfel direkt in den Brunnen gefallen. Ja, aber Milik hat, wenn man das mal beobachtet am Start, mindestens 30 Meter das Vorderrad eine Handbreit in der Luft gehabt. Das sagt mir immer, da ist Antrieb pur. Und die perfekte Balance. Da passt genau alles zusammen. Wenn der Kupplungsdruckpunkt, die Drehzahl und alles mit der Körperbelastung des Hinterrades, alles perfekt ist, dann steigt so das Vorderrad eine Handbreit. Und das sagt mir, das war der optimale Start. Lauf Nummer 19, Niki Pedersen und Emil Saifudinov, der erste und der zweitplatzierte in der Zwischenwertung beim Saisonauftakt der Speedway-Europameisterschaft in Thorn an der Weichsel. Egon Müller als Weltmeister des Jahres 1983, als Experte an meiner Seite heute Abend. Und ich bin wie üblich beim Speedway Norbert Okenga für Sie am Mikrofon. Lauf Nummer 19, so langsam tauchen wir ein in die Entscheidung. Und wenn nicht einmal Niki Pedersen Emil Saifudinov besiegen kann, Egon, wer denn dann heute Abend? Ja, das ist hier die große Frage, Norbert. Und ich denke mal, das werden wir gleich in wenigen Augenblicken erleben, weil jetzt die beiden Top-Fahrer aufeinandertreffen des heutigen Abends mit Niki Pedersen und Emil Saifudinov. Zwei ganz der schnellsten, die ja eben halt, wie gesagt, auch die meisten Punkte herausgefahren haben. Treffen jetzt aufeinander und jetzt müssen wir mal sehen, lässt jemand jetzt die Vernunft walten oder will hier jemand unbedingt ganz stark glänzen? Auf jeden Fall wird es jetzt hier ein Rennen Kopf an Kopf geben. Janusz Kolodziej in Weiß und Tomasz Golob in Gelb sind wahrscheinlich nur Staffage in diesem Duell der Superstars. Niki Pedersen auf dem roten, dem inneren Startplatz, hat 2 Punkte Rückstand auf Emil Saifudinov. Wie Synchron-Speedway-Fahrer bereiten sie sich davor? Ja, und Golob wird sich da ganz gewiss raushalten. Der weiß, die beiden, die brennen. Da wird keiner dem anderen einen Zentimeter schenken. Man sieht schon, wie dicht sie beieinander stehen. Da stehen sie schon fast Ellbogen an Ellbogen. Saifudinov ist eigentlich schon durch ins Finale. Bis jetzt ungeschlagen. Egal, was Niki Pedersen jetzt macht. Saifudinov kann es geschehen lassen. Und da geht auch gleich einmal ein bisschen dem rüden Einsteigen von Pedersen aus dem Weg. Pedersen auf 1, Saifudinov aber Wahnsinn. Mit Überschuss, mit Wahnsinn. Deutlich mehr Leistung ab dem zweiten Teil der Geraden. Damit übernimmt Emil Saifudinov die Führung. Die Maschine also deutlich auf Topspeed ausgelegt hier und weniger auf Drehmoment. Und jetzt fährt Emil Saifudinov dem Rest einfach davon. Niki Pedersen muss sich mit 2 Punkten begnügen. 12 Punkte reichen für ihn allerdings auch allemal. Aber Saifudinov bleibt ungeschlagen und kommt jetzt nochmal ein Aufbäumen von Tomasz Golob auf den letzten Drücker gegen Niki Pedersen. Ein Lebenszeichen des Altmeisters aus Polen. Sieht fast danach aus, als ob der nochmal irgendwo ein oder andere Pfund Schwarzbrot gefunden hat, Fahrerlager. Ja, schade, dass Niki schon gleich aufgesteckt hat. Er kann ja auch 1 und 1 zusammenrechnen und hat gesagt, der Saifudinov, der macht hier eine Brennung, der legt hier ein Brikett drauf. Da halte ich mich erstmal raus. Ich bin auf jeden Fall ja im Finale drin und dann werden die Karten neu verteilt. Emil Saifudinov also mit den Motoren von Anton Nischler und dem neuen Öl von Jürgen Baumgarten mitentwickelt. Ganz offensichtlich optimal bedient hier auf dieser Bahn. Auch die richtige Abstimmung da. Drehmoment, etwas das Drehmoment zu opfern für die ersten Meter und auf
Top-Leistung auf PS zu bauen, zahlt sich aus. Gegen Emil Saifudinov ist hier kein Kraut gewachsen. Je länger die Geraden, desto größer die Überlegenheit von Emil Saifudinov. Und deswegen fährt er logischerweise auch so, dass er die Geraden möglichst so lang zieht, wie es nur irgendwie geht, und die Kurven abknapst. Ja, das war eine Gala-Vorstellung. Ne? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wie beide gleichzeitig reagiert. Perfekt ausbalanciert. Der Niki jetzt nochmal leicht im Vorteil. Da geht jetzt Emil aber raus, bringt jetzt das Gewicht aufs Hinterrad und sticht nach innen rein und hat deutlich mehr Speed am Ende der Geraden. Das kann hier auch jemand sehen, der nicht unbedingt Profi ist. Aber beide von der Reaktion her, beide gleich. Das ist erstaunlich, wie sie beide zum gleichen Punkt die Kupplung loslassen. Aber eben halt Niki bisschen waghalsiger in die Kurve reingeht. Emil das erstmal beobachtet ein bisschen von hinten und dann nach innen durchsticht. Ganz toll gemacht. Das müsst ihr sich auch mal live angucken, liebe Fans. Sie sehen beispielsweise am 28.06. auch in Mühldorf die Teamweltmeisterschaft. Das ist ein interessantes Rennen. Und am 5.07. in Molmshorn dann das internationale Sandbahnrennen. Das ist in der Nähe von Rothenburg an der Wümme. Da gibt es richtig zur Sache. In Molmshorn ist immer richtig Bambule. Und wie gesagt, am 25.07. ganz interessant, der WM-Challenge für die Weltmeisterschaft in Werlte. Da ist auch immer richtig Party, dann auch mit Riesenfestzelt und alles. Ja, die Huckelmann-Truppe, die macht das schon super da. Da sind die richtig gut drauf. Dann kommt nochmal, wie gesagt, 3 Tage Motorfestival in Melsungen am 2.8. Und dann, wie gesagt, Rastede nochmal am 9.8. Das auf der schnellsten Langbahn der Welt, das Grasbahnrennen. Das sind so die nächsten wichtigen Termine auch mal für die Fans. Wichtigster Termin allerdings mit Abstand jetzt zunächst einmal Lauf Nummer 20. Grigori Laguta und Antonio Lindbeck. Die beiden liegen momentan auf den Plätzen 3 und 4. Tomasz Jędrzejczak und Piotr Protasiewicz, die beiden brauchen jeden Punkt. Die haben beide 6 Punkte zu Buche stehen. Das heißt, wenn einer von denen hier gewinnt und Lindbeck und Laguta leer ausgehen, dann kann der Tagessieger respektive der Laufsieger in Rennen Nummer 20 sogar noch vorbeiziehen und sich qualifizieren fürs Halbfinale. Momentan wären Lindbeck, Laguta, Pietpelski und Kildemand die Halbfinalteilnehmer. Kildemand und Pietpelski haben 10 Punkte, Lindbeck 9 und Laguta 8. Jędrzejczak mit dem roten Helm den besten Start erwischt. Antonio Lindbeck in Gelb übernimmt aber jetzt das Zepter auf dem Kissen und übernimmt damit die Führung. Lindbeck sichert damit seine Semifinalteilnahme ab. Laguta nur auf Rang 3 gegen Piotr Protasiewicz, aber das würde Laguta auch reichen, um seinen Platz unter den ersten 6 erfolgreich zu verteidigen. Protasiewicz muss hier gewinnen. Und dann gleichzeitig hoffen, dass die anderen beiden mit 0 Punkten nach Hause gehen. Danach schaut es nicht aus. Lindbeck dominiert. Lindbeck diktiert hier das Tempo. Protasiewicz kann dem zwar nachfahren. Laguta versucht innen eine neue Spur aufzumachen. Aber da wird nichts von, sodass Protasiewicz Anschluss halten kann auf Antonio Lindbeck. Aber so sind Lindbeck und Laguta durch ins Semifinale. Lindbeck mit 3 weiteren Punkten. Ja, da kommt doch noch mal dann sogar punktgleich Angriff. Mit Niki Pedersen. Da müssen wir mal rechnen, respektive vergleichen, wer den direkten Finaleinzug erwischt. Lindbeck und Pedersen haben jetzt nämlich 12 Punkte. Und das überlassen wir mal der Jury und dem Referee, uns da mitzuteilen. Wer on Countback, wie es so schön heißt, im direkten Vergleich der Majorität der Ergebnisse das Bessere zu Buche stehen hat. Laguta reicht an einer Punkt, um 9 Punkte einzufahren. Und damit ist der 2. Platz von Protasiewicz mit 8 Punkten insgesamt entwertet. Kildemann schiebt sich im letzten Durchgang unter die ersten 6 zulasten von Artyom Laguta, während Sie hier sehen, wie Lindbeck seine Semifinalteilnahme gleich einmal festbucht. Nochmal ganz toll gesehen hier Antonio Lindbeck. Er stemmt sich richtig ins Hinterrad rein mit seinem ganzen Körpergewicht. Hier lupft er zweimal noch kurz die Kupplung, aber diesmal hat es genau gepasst, nur gelupft. Und das gab ihm eben halt den optimalen Antrieb hier. Fährt ganz nach außen raus, holt sich den Schwung und genau das ist etwas,
was wir Speedway-Fans immer wieder sehen wollen, wenn das hier, wie vorgeführt von Antonio Lindbeck, ja, zu sehen ist. Tolle Balance, extreme Driftwinkel und trotzdem noch Antrieb am Hinterrad. Das ist ein Kunststück, so zu fahren. Und er freut sich natürlich wahnsinnig. Man sieht es. Unglaubliche Freude der Bengel. Damit haben wir die Qualifikanten fürs Halbfinale. Die ersten sechs stehen fest. Emil Saifudinov natürlich unangefochten mit 15 Punkten durch. Lindbeck schiebt sich tatsächlich vorbei an Niki Pedersen. Lindbeck qualifiziert sich mit diesem Husarenritt also direkt fürs Finale. Pedersen, Kildemand, Laguta und Pletpelski sind die Semifinalisten. Und Laguta purzelt raus aus dem Reigen der ersten sechs, in dem er vorher noch so fest verankert schien. Wir warten auf die Helmzuweisung fürs Halbfinale. Sie haben ja gerade vor der Pause gesehen, dass sich Emil Saifudinov und Antonio Lindbeck direkt qualifiziert haben fürs Finale. Und wir haben jetzt noch vier weitere Fahrer, die sich Hoffnungen machen auf zwei weitere Plätze in eben diesem Finale. Das Rudel angeführt von routinierten dreifachen Ex-Weltmeister Niki Pedersen, der durch die Schlussoffensive seinen Platz 2 verloren hat. Punktgleich mit Lindbeck und einen direkten Vergleich durchgefallen. Peter Kildemand mit im Semifinale. Pavel Pschetpelski und Grigori Laguta. Und eben dieses Quartett schreitet jetzt zur Startplatzwahl fürs Halbfinale. Der Erste, der es ziehen darf, ist Niki Pedersen. Okay, Peter Kildemand, what gate for you? Mit dem blauen Helm. Red. Landsmann Kildemand greift daneben nach Rot. Pschetpelski. And Grigori Laguta, what gate for you? Und Laguta muss nehmen, was noch auf dem Tisch liegt. Mit dem weißen Helm hat er kurz die Farben durcheinander geschmissen, aber das kann schon mal passieren. Also die Startaufstellung fürs Semifinale: Rot Kildemand, Blau Pedersen, Weiß Laguta und Gelb Pschetpelski. So haben sie gewählt und jetzt haben sie noch ein paar Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Hier dann das Semifinale und danach das Finale auf dem Programm steht. Einmal vier Runden noch, dann wissen wir, wer Emil Saifudinov und Antonio Lindbeck herausfordert im Endlauf. Das wundert mich eigentlich, dass Niki blau nimmt. Normalerweise, denke ich mal, wäre er ein Rotfahrer. Aber vielleicht hat er sich mit Kildemann abgesprochen. Weiß ich nicht, ob die vielleicht was gedealt haben, ob sie vielleicht Platz 1 und 2 machen. Aber das kann man natürlich nie sagen. Wundern tut es mich nur, halt auf blau, Niki, wo er doch eigentlich lieber rot fährt. Man verfolgt natürlich an solch einem Abend aufmerksam, wie die Startplatzbilanz eines jeden Startplatzes aussieht. Das wird mit einer Art internen Buchführung im Fahrerlager mitgeführt. Und Pedersen ist offensichtlich der Ansicht, dass der Blaue für ihn der meist versprechende Startplatz ist. Also zweiter von innen. Richtig. Rot ist die Innenbahn, weiß die dritte und gelb außen. Laguta auf Weiß, na, wollen wir sehen, was das bringt. Weiß ist eigentlich die ungeliebteste Linie, weil dort immer die Fahrer, wenn sie die gerade runterkommen, in die Kurve reinfahren und dann das lose Material ganz wegfahren mit dem Hinterrad und Drift. Und die Fahrer, die auf Weiß losfahren, haben dann also halt manchmal so nach 40 Metern weniger Antrieb. Deswegen ist ja auch der weiße Helm als letzter auf dem Tisch liegen geblieben, den wollte keiner haben. Den wollte keiner haben. Aus gutem Grunde. So ist es. Saifudinov, der guckt sich das jetzt in Ruhe an. Ihn hat noch keiner geschlagen heute Abend. Warum sollte jetzt plötzlich einer damit anfangen? Jürgen Baumgarten wieder im Hintergrund.
das sich mittlerweile von seinem Tribünenplatz entfernt hat und ins Fahrerlager zu seinen Schützlingen, zu Emil Seyfudinov, der mit diesem maßgeschneiderten JB German Oil da eine Zutat im Erfolgsrezept in sich vereint. Laguta mit dem weißen Helm. Ja, die haben alle noch ein bisschen die Ruhe weg, aber nein, ja. Wenn sie auf dem Motorrad sitzen, dann ist Schluss mit lustig. Dann ist die Anspannung unglaublich groß. Bei mir war es mal so, auf dem Weg dann zum Start und Ziel hin, dann war das wieder weg. Wenn ich am Band stand, war ich ganz ruhig. Aber dieses Vorher, dieses bevor es losgeht, das macht nervös. Na gut, weißer Helm, die große Außenseiterrolle in diesem Halbfinale. Die beiden Dänen, für mich die Favoriten, Egon. Ja, ganz klar, obwohl beide kommen ja ins Finale. Die ersten beiden kommen ins Finale. Also zwei können duschen gehen, zwei kommen ins Finale. Die werden sich also kein Bein ausreißen. Das werde ich mal so ganz sicher locker sagen können. Ja, die müssen sich das Bein so weit ausreißen, dass sie auf die Plätze 1 und 2 kommen. So ist das. Aber da denke ich mal, werden sie keine Schwierigkeiten. Meinst du, das ist so eine klare Sache gegen Laguta? Ja, der wird noch mal ein und bisschen gegen auch gegen Fred Pelski, der ja auch in die Garde der jungen Wilden gehört. Pelski, der hier mit dem gelben Helm angefahren kommt. Also ein Selbstläufer ist das, glaube ich, nicht. Kann noch mal, wenn er einen perfekten Start hat, die beiden Dänen auseinandersprengen. Aber das Konter wird sofort kommen. Also die sind so routiniert, die beiden. Naja, Niki auf jeden Fall und Kildemann eben halt mit riesigem Herz greift er ja an. Rot und Blau, das ist Danish Dynamite auf den inneren beiden Startplätzen. Ganz innen Peter Kildemand. Daneben Niki Pedersen in Weiß, Laguta und in Gelb. Und hier sieht man die tiefe Rille. Hast du gesehen, Norbert? Ja, ja. Da stellt man sich gerne rein, weil dann der Reifen auch noch an dem Seitenprofil, da sind ja noch so Seitennoppen, auch nochmal zusätzlich Antrieb. Hier ist jetzt mal der Schiedsrichter gefragt, 2 Minuten auszurufen. Das dauert viel, viel zu lange hier. Absolut. Das geht so nicht. Im Wittstock hatten sie gestern eine neue Uhr. 2 Minuten eingeschaltet, wer nicht rechtzeitig unten am Band war, nach Hause. Und die 2 Minuten dauerten eine Minute, oder was? Das ging nein. Das war schon korrekt alles. Das ist richtig so. Das hier ist eine viel zu lange Fummelarbeit. Ja. Das nimmt den Schwung aus der Veranstaltung. So ist es. Und genau da wollte man eigentlich weg, durch eine strikte Auslegung der 2-Minuten-Regel. Hier jetzt irgendwie viel zu schludrig ausgelegt wird plötzlich. Er ist nochmal am Baudenzug zugange. Was macht er da irgendwie? Kupplung ein bisschen strammer gestellt. Das mehr weniger Spiel ist, dass die Kupplung weiter ausrückt. Das heißt, wenn es nicht gleich losgeht, die Kupplung dehnt aus und fängt an ins Band zu ziehen. Und da gibt man schnell ein bisschen mehr Spiel, also dass die Kupplung besser ausrückt. Jetzt geht's dann los mit dem besten Start für die beiden Dänen. Niki Pedersen aber von außen in Gelb. Chad Pelski. Ich habe gesagt, schreibt Chad Pelski nicht ab. Und jetzt ist er auf der ersten Position. Und jetzt kämpfen auf einmal Pedersen und Kildemann nicht mehr mit, sondern gegeneinander, weil Pavel Chad Pelski sie überrumpelt hat. Und auch Laguta ist da. Laguta vorbei an Peter Kildemann. Der muss den Spieß umdrehen und kämpft jetzt mit dem Mut der Verzweiflung um Platz 3. Wissend, dass auch das nicht reicht. Und Chad Pelski flüchtet. Chad Pelski enteilt an der Spitze und fährt ins Finale gemeinsam mit Niki Pedersen. Das ist eine Überraschung. Das ist der Hammer. Absolut. Und du hast es richtig gesagt. Verzweifelt kämpfen die Fahrer jetzt, um die Chance zu haben. Ja, Kildemann hat aufgegeben. Kildemann hat jetzt die Ausweglosigkeit des Unterfangens eingesehen und bleibt auf der letzten Position. Da verschiebt sich jetzt nichts mehr. Denke ich nicht, nein. Chad Pelski und Niki Pedersen kommen durch ins Finale zu Antonio Lindbeck und zum überlegenen Emil Seyfudinov. Pavel Chad Pelski, der junge Mann, der Youngster, der sich hier auf den letzten Drücker die Fahrkarte löst. Vom Außenseiter-Startplatz, vom Gelben, der Sieger des sogenannten Last Chance Heat, also dem Hoffnungslauf. Pavel Chad Pelski.
Und Nicky Pedersen qualifiziert fürs Finale. Grigori Laguta und Peter Kildemand draußen. Jetzt haben wir dasselbe, etwas zähflüssige Prozedere ein weiteres Mal, nämlich Startplatzwahl, Vorbereitung und das Finale. Jetzt aber zunächst nochmal. Das war aber auch ein Huser. Das war aber. Achso, ich hab doch schon. Doch, du hast einen Ton. Das war ein Husarenritt. Unglaublich, was da abging. Von der Außenbahn richtig Vorderrad gestiegen, fast zu hoch, hat er das trotzdem noch wieder runtergebracht. Was für eine Leistung und was für ein unglaublicher Start. Pavel Przepelski mit dem gelben Helm. Nicky Pedersen auf 2. Und Laguta dahinter. Laguta kann sich ebenfalls einmischen von diesem ungeliebten weißen Startplatz aus. Kann er sogar Kildemand so lange beschäftigen, dass der endgültig den Anschluss an die Spitze verliert. Und Przepelski diktiert das Geschehen und kontrolliert es von der Spitze aus. Aber wo der Herr auf einmal diesen Speed her hat, das ist ja unvorstellbar. Es ist ja nicht nur, dass der Start so wahnsinnig schnell war, der ist ja auch die Gerade so wahnsinnig schnell runtergefahren. Hammer. Pavel Przepelski, einer der Qualifikanten fürs Finale auf den letzten Drücker. Genau wie auch er hier, Nicky Pedersen. Die beiden haben sich über diesen Last Chance Heat, über den Lauf der letzten Hoffnung, der letzten Gelegenheit, noch qualifiziert ins Finale zum überlegenen Emil Saifudinov und zum entfesselten Antonio Lindbeck. Und dieses Quartett schreitet jetzt, wie gesagt, ein weiteres Mal zur Startplatzvergabe, respektive zur Startplatzwahl. Und wiederum wird das in der Reihenfolge der Punktbesten gewählt. Also das Vorrecht der ersten Startplatzwahl hat Emil Saifudinov, der bislang mit Maximum behaftete Mann aus Russland, der Titelverteidiger in der Speedway-Europameisterschaft. Saifudinov 15, Antonio Lindbeck 12 und Nicky Pedersen 12. Und Przepelski auf dem vierten, auf dem letzten Platz der Finalteilnehmer. Ja, fein, wenn die Fans dem Kameramann noch ein Lächeln schenken. Siehst du jemanden, der Saifudinov hier schlagen kann im Finale? Eigentlich nicht so richtig, nein. Bei dem passt halt alles so zusammen, Norbert. Der hat alles richtig auf der Latte heute, wie man so sagt. Der braucht auch nicht lange rumexperimentieren. Da passt die Motorleistung, die Charakteristik. Da passt seine Einstellung zum Rennen. Und nach vielen Verletzungen in den letzten 2 Jahren ist er ja auch wieder mal richtig fit jetzt endlich. Gott sei Dank, das hat er auch gesagt. Und die Einstellung, die er hat zum Rennen, ist die, die man braucht, um Weltmeister zu werden. Und das kann der auch nochmal irgendwann schaffen. Jetzt geht es zunächst einmal um den Europameistertitel, beziehungsweise und die beste Ausgangslage nach dem ersten Imlauf in Thorn. Der nächste Durchgang dann am 11. Juli in Landshut im Stadion an der Ellermühle, gar nicht weit weg von München. Da kann man mal runterfliegen und kurz rauffahren. Flughafen München nach Landshut, das ist ein kleiner Katzensprung nur. Und das ist sicherlich ein sehr lohnenswertes Ziel. Am 11. Juli der zweite Durchgang der Europameisterschaft in Landshut. Da werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach Nicky Pedersen als Spitzenreiter, wenn hier nicht die Sache gar fürchterlich entgleist in den letzten 4 Runden. Das große Finale steht also auf dem Programm. Saifudinov ist der Erste und der entscheidet sich für Gelb. Lindbeck. Okay. Auch hier. Stau auf dem gelben Startplatz. Er ist wieder lustig drauf. Blau. And white for Nicky Pedersen. Und Przepelski von innen bleibt für Nicky Pedersen noch der Weiße. Schön zu sehen, dass es Lindbeck wieder so gut geht nach den Rückschlägen, die er gehabt hat.
dieser Weltmeisterschaftsgewinn in Voyens, der hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass er jetzt hier in einer Form ist und in auch einer geistigen, mentalen Verfassung, dass er wirklich bis hin zum Scherz vor dem absoluten Ernstfall noch den Nerv hat, sich gelöst, gelockert zu zeigen. Das war nicht immer so, es stand nicht immer so zu erwarten, dass Karriere und auch Leben wieder ins richtige Gleis laufen bei Antonio Lindbeck. Naja, von der Mentalität her ist er wahrscheinlich auch ein bisschen leicht zu beeinflussen gewesen. Das geht ja ganz schnell, falsche Freunde und so weiter. Und er war ja sogar mal Weltmeisterschaftsanwärter. Ja, galt als der legitime Nachfolger von Tony Rekordsson, dem legendären Schweden in der schwedischen Heimat. Und mit dem Druck ist er scheinbar nicht so ganz klar gekommen. Glaube ich auch. Und dann ein bisschen anfällig geworden. Es gibt ja viele, viele Beispiele dafür, wenn gerade Speedway-Fahrer hoch gehandelt werden und dann plötzlich der Einbruch kommt. Tommy Dunker liegt mir da als dramatisches Beispiel vor Augen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das letzte Jahr habe ich mit ihm zusammengearbeitet, Weltmeister geworden. Und dann auf einmal hat er den Helm genommen und hat gesagt, ich will nicht mehr. In Hasewinkel. Das war sein letztes Rennen. Marcel Limberger ist auch so ein Beispiel, der früh gelobt worden ist für sein Talent, dann auch einen fürchterlichen Absturz mit privaten Problemen hinter sich hatte. Jetzt fährt Marcel Limberger wieder im Team des MC Norden, beziehungsweise im Team der Norden Haie. Klingt immer wie ein Grammatikfehler. Ja, den sehen wir am 27. jetzt in Norden im Halbemondstadion. So deine alte Heimat da. In Ostfriesland. Um Ecke. Ja, um Ecke wohnst du. Hier ist auch jetzt noch meine Heimat. Also nicht das Stadion, aber zumindest Ostfriesland. Natürlich. Das meine ich auch. Emil Seifudinov mit dem gelben Helm, der Europameister und der unangefochten Führende. Antonio Lindbeck in Blau. Das sind die beiden Punktbesten der Vorläufe. Czepelski in Rot und Pedersen in Weiß ergänzen dieses Finale. Seifudinov ist der Favorit, aber er hat eine riskante Startplatzwahl getroffen, Egon. Ja. Auf jeden Fall, wenn man den Start nicht macht auf Gelb, dann hat man drei Nasen vor sich und die zu überholen ist ganz schwer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Emil auch brutal außen an den Safety Fans, also praktisch an den Luftsäcken rannagelt und sich da nochmal irgendwo so ein Zusatzspeed holt von dem lose liegen gebliebenen Material, was natürlich auf der Innenbahn nicht ist. Aber er muss dafür den Start gewinnen, um sich den Schwung da holen zu können. Da steht er ganz außen, Emil Seifudinov. Ist das sein größter Gegner, Antonio Lindbeck? Ich glaube fast ja in diesem Finale. Czepelski ist aber gerade förmlich explodiert vom Start weg und hat jetzt hier den kürzesten Weg in die ersten Kurve mit dem roten Helm. Und Nicky Pedersen in Weiß, der alte Fahrensmann, der ist ja auch immer da, selbst wenn man ihn fast schon abgeschrieben hat. Das ist ja an Spannung nicht zu überbieten, dieser Lauf, der jetzt also praktisch hier den Grundstein für die Europameisterschaft bedeutet, für die Fahrer hier. Wer hier als Sieger rausgeht, hat natürlich ein kleines Polster für Landshut. Ne? Czepelski, Lindbeck, Pedersen und Seifudinov von innen nach außen. Czepelski rot, Lindbeck blau, Pedersen weiß. Und in Gelb Emil Seifudinov, der Spitzenreiter, beim Finale von EM-Lauf Nummer 1 in Thorn an der Weichsel in Polen. Vier Runden noch, eine gute Minute. Dann wissen wir, wer als EM-Spitzenreiter nach Landshut zum nächsten Durchgang am 11. Juli reisen wird. Kauert auf seiner Maschine, den besten Start erwischt. Innen Czepelski, den besten Start erwischt Czepelski, der in Führung taucht. Aber jetzt kommt der Angriff von Nicky Pedersen. Pedersen greift nach der Spitze und hat sie. Pedersen vor Czepelski, außen jetzt der Griff ins Kissen mit dem Hinterrad von Emil Seifudinov. Der weiß, seine Maschine ist auf Endgeschwindigkeit übersetzt. Aber Czepelski ist auch. Czepelskis Bike läuft auch wie der Teufel. Nicky Pedersen hat die Maschine angepasst und kann ebenfalls die Geraden lang machen und ausnutzen. Czepelski hält Seifudinov beschäftigt und Nicky Pedersen kann sich davon stehlen. Jetzt aber kommt der Angriff von Seifudinov nach der Spitze
Petersen bleibt noch vor ihm, klemmt ihm die Bahn ab und Przepelski ist wieder da. Przepelski ist innen wieder da und geht vorbei an Emil Seifudinov. Ist es denn zu glauben, dass der im entscheidenden Moment plötzlich kein Pulver mehr hat? Lindgren kannst du vergessen, der ist abgeschlagen. Und Nicky Petersen verteidigt sich mit allem, was er hat. Außen kommt jetzt der Angriff von Seifudinov. Es wird nichts. Nicky Petersen entreißt Nicky Seifudinov in einem nicht für möglich gehaltenen Endspurt noch den Sieg. Wahnsinn, da reitet Emil Seifudinov ungeschlagen durch die Vorläufe, hat alles fest im Griff und dann kommt plötzlich diese Offensive von Nicky Petersen, weil Seifudinov sich verzockt hat mit dem Startplatz oder weil Petersen einfach der Beste ist. Nein, da hat einfach die Routine und die langjährige Erfahrung eines Weltmeisters ist hier zum Tragen gekommen und das hat er einfach ganz klar ausgespielt. Und der Nicky Petersen ist so ein schlauer Fuchs, der weiß ganz genau, er muss die Konkurrenz nicht verrückt machen, er muss sie in Sicherheit wiegen, er muss sie glauben lassen, ganz leichtes Spiel zu haben und dann, wenn es um die Wurst geht, dann ist Nicky Petersen einfach da. Wir haben es also gesehen, Nicky Petersen, der Sieger. Wir haben ihm gesagt, es gibt eine ganze Menge Rennen, die sie besuchen sollten. Mulmshorn am 5. Juli in der Nähe von Bremen, Bahnpokal der Seitenwagen und internationale Langbahnkonkurrenz sei ihnen besonders ans Herz gelegt. Natürlich die Liga im Norden und am 11.7. Landshut. Das war's von Egon Müller und mir, Norbert Okenga von Lauf Nummer 1. Nicky Petersen ist der erste Gesamtführende in der EM.